mal sonst den Bildschirm geteilt, was du den haben willst. Moin Leute, herzlich willkommen zu FC25 Rush, einer Challenge. Wir müssen ganz viele Aufgaben im Team erledigen. Und dazu habe ich ein richtig geiles Team zusammen mit Eddie, Kalle kommentiert. Dann haben wir den Niki, der dabei ist, und der Finn aus der Community. Und los geht's. Okay, was machen wir als erstes? Gewinnt ein Spieler. Nee, das, man kann ja auch mehrere pro... Wo bin ich denn? Ach, ich bin rechts. Wer kann... hier, Manni Scoop, du kannst auch den Torwart steuern, gell? Nee, ich glaub. Wer kann den Torwart steuern? Manni Scoop, der Blaue, der Captain ist. Okay, das bin ja ich. Aber ich hab so... Ah, du bist Captain, ja, perfekt. Wie ist jetzt die Abseitsregel? Ich lande auf die andere Seite. Abseits gibt's ab der gestrichelten Linie. Was nochmal? Sag nochmal Abseits. Ab der gestrichelten Linie gibt's Abseits. Okay. Also nicht ab der Mittellinie, sondern erst also letztes Drittel. Gut, Mann. Ja, schön. Oh, schade. Wir sind ja viel besser als die. Naja, wir gewinnen es. Wer achtet jetzt darauf, ob wir die Challenges richtig machen eigentlich? Kalle. Uno. Kalle, genau. Kalle ist, Ja, Mitte. Kalle struggelt gerade noch ein bisschen. Ah. Oh, wieso prallt er gegen den Rücken? So, wer holt den Torwart jetzt raus? Blau. Direkt lang. Was hier wichtig ist, schnell schalten, wenn wir den Ball gewinnen. Sofort nach vorne, wenn du... Wer ist denn gelb? Ich bin gelb. Mal kurz zu. Dadurch, dass es kein Abseits gibt, also erst ab der zweiten Linie, wirklich direkt nach vorne spielen mit Dreieck und LB. So. Jetzt zum Beispiel. Ja, jetzt haben wir... Nein, ich wäre die bessere Variante natürlich gewesen. Ich bin blau. Sorry. Denk an Abseits. Schön, nochmal rüber. Ja, schön. Ach, in. Aber wir hätten jetzt schon führen müssen, wir sind deutlich besser. Das war Abseits. So, jetzt sind wir drin. Das war jetzt einmal nur zum Warmwerden. Ja, genau, ja, das ist der Ball, genau. Super Ball. Jawohl. Einfach reingenagelt. Ich sag doch, ihr müsst mir einfach nur den Ball zu spielen, Leute. Guck mal, jetzt haben wir doch, das war doch schon Jubel zu zweit, oder? Das war Jubel zu zweit. Ja, entspannt euch. Ja, alles gut. Hakt das ab, Jubel zu zweit. Jubel zu zweit ist abgehakt, habt ihr toll gemacht, super. Gut aufgepasst an der Stelle. Kann ich mal ein paar Challenges vorlesen, dass man das mal, ich weiß die jetzt nicht. Gerne, gewinnt ein Spiel. Gewinnt drei Spiele hintereinander. Mhm. Gewinnt ein Spiel per Elfmeterschießen. Ich weiß gar nicht, ob es richtig Elfmeterschießen hier gibt. Ja, doch. Gibt's. Das ist dann so Penalty-Schießen, ja. Ah ja, okay, mit so Anlaufen. Ja. Ne? Ja. Wieder ein Tor, toll! Gewinnt ein Spiel mit mindestens einer blauen Karte. Das heißt, ihr müsst einmal, einer muss einmal kurz auf die Bank gehen. Ja, also eine Minute gesperrt. Und jedes Tor, wenn man ein Tor schießt, geht 10 Sekunden von der Sperre weg oder so. Wenn ich das richtig gesehen habe. Torwart. Sehr gut. Und jetzt nach vorne. Also gewinnt ein Spiel. Schießt ein Tor. Nochmal querlegen. Nochmal, Ede? Wir brauchen eine blaue Karte und müssen ein Tor schießen. Wie kriegt man eine blaue Karte? Notbremse zum Beispiel. Komplett wegfaulen, die Leute. Okay. Du kannst zum Beispiel mit R1 und X, ist dieses Jahr taktisches Foul, dann gibt es immer eine, also immer Notbremse sozusagen. Jetzt Seite vorrennen und dann das ist bei mir alles unterschiedlich laut, ich muss mich alles noch ein bisschen justieren. Ich habe mich da auch vorhin schlau gemacht mit dem Elfmeterschießen. Ja. Das heißt, wir müssen unentschieden spielen. Und dann, gibt's ein Golden Goal, dann dürfen wir Latein Tor schießen und erst dann geht's ins Elfmeterschießen. Ah, das sind dann auch mal so 1,30 oder so, die man dann on top bekommt oder so, ne? Ja, genau. So. Und 10 Pässe ohne gegnerische Ballberührung. Also ihr müsst auch mal irgendwann so richtig schön einen reinpassen. Aber jetzt solltet ihr, glaube ich, nochmal erstmal gucken, dass ihr das Spiel gewinnt. Erstmal gewinnen, ja. Ja, was genau. Was für 10? Einfach 10 Pässe, ohne dass der Gegner einen Ball kommt. Nee, doch nicht. Auch mit gestreckten Beinen hin. Hattet ihr schon eine Ecke in dem Spiel? Nee. Nee, ne? Doch, zwei Stück schon am Anfang ganz. Warum rennst du nicht rein? Da kannst du ruhig, die Schüsse gehen hier viel häufiger rein als bei 11 gegen 11. Da kannst du ruhig welche aus Farbe der bist du, Nils? Also, sag ich dir nicht, sonst kriegst du den Ball nicht mehr. Du bist pink, oder? Ja.
Steht auch oben rechts, wer welche Farbe. Abseits. Der Modus ist geil, der geht ja richtig ab. Jetzt ja, ich finde ihn auch ultra geil, der macht mega Spaß. Zeit irgendwie. Vor allem, und das ist das Coole meiner Meinung nach an dem Modus. Ja, doch. Das Coole an dem Modus meiner Meinung nach ist, dass du halt auch den Ultimate Team spielen kannst. Und wenn du ein Ultimate Team Spieler bist, du kannst ja trotzdem Coins farmen und so Punkte und sowas für deinen Battle Pass und so. Das ist eigentlich ziemlich nice. Oh, hier, da wird gezaubert. Reicht aber nicht. So, dritter Pass. Ich versuche mal ein bisschen mitzuzählen. So viel Erfolg. Ich verlasse mich mal wieder. Tschüss. 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 Danke, Nikola. Oh, da müsst ihr aufpassen. Oben. Oben. Na, gut gemacht. Ich meine, ihr könnt immer noch fürs Elfmeterschießen gehen, ne? Also, wenn es nicht schafft. Aber drei Minuten, da passiert ja so viel. Zum Beispiel jetzt. Oh. Schönes Tor. Wir brauchen noch ein Tor mit dem linken Fuß, Freunde. Und mit dem Kopf. Ne? Vergesst das nicht. Ja, gehen wir hin. Direkt hier ein bisschen Druck ausüben auf die Mannschaft. Wir müssen wenn du Ecke, wenn mal Ecke hast, so musst du Eckball musst du in den Rückraum machen und dann probieren mit Fallrückzieher. Und total Kopf. Okay. Ja, ich weiß, aber damit. Aber ich dachte, wir müssen auch ein Eckballtor schießen, oder nicht? Warte kurz. Linker Fuß. Perfekt. Ja! Linker Fuß, da haben wir ihn. Sehr schön, da bin ich glücklich. Also. Genau, da müsst ihr einfach reinfaulen ohne Ende und einer muss mal kurz einen Timeout kriegen. Ja, wenn wir jetzt hoch führen, können wir das ja gleich machen. Naja. Ja. Kopfball, Achtung, mach Kopfball. Ja, so Flanke und dann Kreis. Oh, Flanke, Kopfball, Tor. Wir hätten halt eine Minute früher kommen müssen. Ja, da, ich finde, ihr müsst auch mal ein bisschen anheizen, auch mal ein bisschen unfreundlich werden gegeneinander. Ja, finde ich. Immerhin auch gut, Fußball, ja. Ne? Mhm. Kein Problem, kriege ich hin. Ah, schön. Oh, das ist immer so leise, was ging da hin? Einfach kann ihn auch mal umgrätschen, sonst. Ja, wirklich, blau. Einfach mal in die Vollen dann auch. Ja, ne? Aber wir haben nur zwei Tore Vorsprung, das ist zu wenig. Lass uns das machen. Schon. Das geht so schnell hier. Nice, so schnell vor. Hinten? Guck mal, hinten, blau. Hinten. Ja, oh, was ein Gerangel da! Ganz klar! So, gelbe Karte. Und das geht ein Penalty. Hast du ein Kopfballtor? Dribbeln. Ja. Hä? Ach, das ist jetzt toll gemacht. Wie beim Eishockey. Ja, keiner wie beim Eishockey, ja, ja. Meter oder sowas. Freistoß, dachte ich. So. Wir haben schon eine gelbe bekommen, ne? Money Scoop hat schon eine gelbe. Gut, dann holt euch noch am besten in diesem Spiel noch irgendwie die blaue. Weil dann haben wir das auch abgehakt. Weil wir sollen auch ein Spiel ohne Karten gewinnen, dann haben wir Zeit gespart. Ja, stimmt. Na? Ich stehe hier einfach schön am Spielfeld ran und coach euch. So, jetzt hauen wir den einfach mal um von hinten. Schön! Schön gemacht. Ah, gut. Schön, stark. Ja, mach auf Luigi, ist hier einfach Verlass auch. Und vor das Ding. Jetzt umkreischen von hinten. Jetzt von hinten. Nach hinten. Jawohl. Oh. Ja. Oh, Vorsicht. Ja, das ist eine blaue Karte. Blau, sehr gut. Yeah. Die wissen ja nicht, dass wir uns darüber freuen. So. Kannst den Torwart steuern. Schade. Stark, wie ich die blaue Karte rausgeholt habe. Ich glaube, wir müssen auch gewinnen mit blauer Karte. Ne? Ja. Aber lass mal jetzt gewinnen, bitte. Hey, jetzt bin ich ja nicht mehr dabei. Ja, du bist jetzt gesperrt erstmal. Du musst jetzt erstmal hier ein bisschen Wasser tragen und so. Guck mal, oben steht ein Countdown, wie lange du noch gesperrt bist. Aber wenn wir Tore schießen, vermindert die Strafe. Ist das Spiel nicht eh gleich vorbei? Ja. Ihr sollt noch ein Tor versuchen. Schön, abseits. Haben wir alle gesehen. So, mach mal die 10 Pässe jetzt. Eins. Ja, zu dritt. Doch, schaffen wir hin. Nee, geh mal lieber auf Sieg, bitte. Lieber auf Sieg. Nicht so, guck mal, ja, da sind drei Leute jetzt. Unten, jawohl. Jetzt oh, das ist aber jetzt trotzdem 5, 6, 7. Pass! Jetzt! Was machst du da?
Nils, pass auf! Komm hier halt nicht was raus! Was ist das? Typischer HSV-Spieler! Wir sind wieder zu viert! Blau, 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 blau! Ihr seid alle Jahrhundertspieler! Ihr macht es richtig gut! Mann, ey! Drei Pässe! Halben Tag Zeit da! Vor, raus, raus, raus! Kriegen wir so oder so, wir führen mit einem Tor! Ja, super Ball! Flanke Kopfballtor! Oh, schade! Egal, gut, wir haben schon drei Sachen abgehakt. Ja, okay. Und wir haben ein Spiel gewonnen. Das ist auch perfekt. Gut. Okay, jetzt so. Dann lass und uns wir haben sogar mit einer Folge-Challenge machen. Drei Siege in Folge-Challenge. Ja, also wir haben beim ersten Spiel schon 5 Punkte abgehakt. Das ist geil. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein faires Spiel, also eins ohne gelbe oder blaue Karte und ohne Fouls. Easy. Das wäre halt auch nochmal geil. Ja. Dann Foul ist ja nur wirklich, wenn der Schiri pfeift, right? Ja. Also die Zeit läuft jetzt ja quasi, also wir müssen direkt alle direkt weiter spammen, damit wir die Zeit hier nicht im Menü vergolden. Ecken hatten wir, glaube ich, wirklich nur eine am Anfang. Ne? Das war zwei oder drei hatten wir am Anfang. Wir brauchen drei Ecken. Ich glaube nicht, dass wir drei hatten. Also zwei hatten wir auf jeden Fall. Drei ja, dann hatten wir später keine mehr. Ich kann jetzt Benutzer ausschließen, ich will dich nicht ausschließen, Finn. Was für ein Scheiß. Einer ist noch im Spiel. Money Scoop ist noch im Spiel. Ah. Ja, Money Scoop, raus aus dem Spiel, bitte. Jetzt können wir weiter. Ja. So, sehr gut. Linker so, 10 Pässe haben wir nicht geschafft. Rechter Fuß haben wir. Ja, linker, rechter Fuß haben wir. Eines Spiels, das kriegen wir auch hin. Ja. Okay. Der ist eigentlich beendet ein Spiel ohne ein einziges Foul. Doch, das kriegen wir hin, oder? Das kriegen wir hin. Ja. Ich mach wieder den Verteidiger. Das ist ja auch nur beendet ein Spiel. Ihr könnt ja auch für 7 Minuten rumchillen und nichts machen. Okay, also wenn wir jetzt erstmal 3 Spiele gewinnen, dann können wir ja danach quasi Chaos machen und einfach nur die restlichen Ziele abarbeiten. Aber jetzt erstmal 3 Spiele in Folge sollten wir jetzt versuchen einzufahren, weil wenn wir jetzt mit jeder Niederlage setzt sich das ein zurück. Aber wir könnten jetzt probieren, zum Beispiel ohne Foul, oder? Und das hat ihr das nicht so schwer. Ja, wenn ihr die Karte spielen wollt, dann haltet X, weil dann sparen wir uns jetzt 50 Sekunden. Genau. Also. Ah, nein! Genau, ihr könnt dann euren Spieler nochmal bestätigen. Wenn man X gedrückt hält, bestätigt man, dann wird man direkt ins Game geworfen. Beendet ein Spiel ohne Foul gibt's auch noch. Und ohne blaue Karte, also gut, ich brenne ohne Ja, Foul das ist ja basically das Gleiche. Also mein Vorschlag wäre jetzt, ich habe das ja alles im Auge, ihr konzentriert euch mal aufs Spiel und ihr versucht mal das umzusetzen, was ich euch irgendwie mit ins Game gebe. Erstmal tolle Partie, Jungs, toll, dass ihr eben gewonnen habt. Ganz, ganz klasse. Und mir wäre es jetzt gut, mir wäre es jetzt recht, wenn wir auf jeden Fall das Spiel wieder gewinnen und versuchen auf jeden Fall irgendwie ein Kopfballtor zu machen und Ecken rauszuholen. Ecken wäre jetzt nochmal ein großes Thema, Kopfballtor wäre ein großes Thema. Und dann schauen wir mal, dass die letzten 10 Sekunden holen wir denn noch am besten Ecken raus? Einfach draufzimmern auf den Mann und dann knallt er den zur Seite raus. Also Fernschüsse wahrscheinlich. Ja. Alle überspringen, geht um Zeit. Und die Pässe wären auch geil, wenn wir die jetzt schaffen. 10 Pässe, aber das machen wir mit einem 3-0 Vorsprung oder so. Ja, Gewinnen ist Priorität in jedem Fall. Und wir müssen den Ball erobern, ne? Ihr müsst jetzt sprinten zum Ball. Es geht auch, wir müssen, glaube ich, 3 Bälle erobern am Anfang. Okay, Blau hat wieder, du hast wieder den Ball hier. Genau. Oh, Blau, Finn! Ey! Die Gegner haben aber. Nee, unsere. Finn hat die blaue Karte. Das gibt's nicht. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt hier mal fair spielen. Schwierig. Ich hab nur noch mal einen Zweikampf gemacht. Ja, Start. Abschluss. Oh. Isaac ist ein Riese. Wie, Finn ist raus. Na, für 40 Sekunden. Ja, ich wollte gerade sagen. So, Eddie steuert die Tore, das heißt, ihr müsst Eddie sonst auch mal dran erinnern, dass er ihn rausholt oder so. Ich steuere ihn nicht. Nein, du kannst halt nur Dreieck zum Beispiel drücken, wenn der Gegner im Ballbesitz ist, dann kannst du Dreieck drücken, dann kommt er halt raus. Ist aber ultra gefährlich in dem Modus, meiner Meinung nach. Also, wenn der Torwart den Ball hat, dann könnt ihr dem auch Anweisungen, wenn ihr Dreieck drückt oder so, dann sagt ihr dem... Geh durch. Ja, stark. Schön, mach das Ding. Oh, was ist denn physikalisch nicht möglich, diese Grätsche? Das ist unfassbar. Ah, schade. Gab es ja als Kind, hat sie die erst ab der gestrichelten Linie. Vielleicht da immer L1 Dreieck einfach nach vorne. Guter Ball. Da nochmal flanken! Ja, querlegen. Das ist wieder der Hamburger. Den wechseln wir aus. Rot, geh vor. Ich sehe das Sonny.
dann rettet der Sonny den Titel. Niki, geh vor. Ja, geht nicht. So. Einwurf ist noch kein Abseits. Hier bietet dich doch mal an, da. Oh Gott, seid ihr nervig. Ich mute euch gleich, ey. Stark. Super Tackling. Ja, Upamecano. Hallo, Alaba. Ja. Ei, ei, ei. Und durch. Und dann nochmal. Ah, oh, schade. Hey. Das ist eine Ecke. Ecke, das ist eine Ecke. Ecke. Oh, ich bin riesengroß. Ich flank, okay. Da kann man auch Kopfballtor rausholen, ne? Kopfball. Oh, die hab ich in der Luft umgetackelt, die Sau. Ja. Mit dem Ellbogen in die Brust, während ich in der Luft lag. Ich kann ihn nicht rausholen, ich hab's euch jetzt schon 10-mal gesagt. Dreieck? Mit Dreieck? Es geht nicht. Es ist tatsächlich Nils auch in der Lobby. Ach, was, echt? Ah, ja, ja. Ah, nee, warte mal. Nee, es ist nicht blau. Captain ist blau, ja. Das müsste eigentlich schon gehen. Er reagiert nicht. Und durch. Nur wenn der Gegner am Ball ist. Egal, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Ist irgendwie wir müssen jetzt gewinnen. Ja, schade, aber gut gemacht. Gut gemacht. Nochmal schön gezaubert da vom Kasten, der alte HSV. Und ab zum Gegner. Ganz easy. Wir haben jetzt noch Zeit genug. Wir holen das jetzt auf. Wir müssen nur einmal kurz zum Abschluss kommen. Alles, ich mache okay, stark, super. Das ist natürlich total gut, aber. Und vor. Lauf. Super. Vielleicht nochmal Flanke? Ja, Flanke, ja. Die Flanken sind scheiße hier, wenn du mit. Du musst, glaube ich, einen richtig hohen Flankenwert haben, sonst kommen die alle richtig scheiße. Aber dieses L1-3, das ist es. Der Ball war halt echt. Das ist die zweite Ecke, by the way. Ja, haben wir schon. Wenn man übrigens bei den Ecken mehr als 3 oder 4 Sekunden braucht, wird die automatisch aus. Okay, und vor. Ja. Das heißt, wenn du langsamer Pass. Start. Ach, ist das eine Ecke? Nee, es war echt leider. Okay. Schön. Nice. Vor. Starte. Immer hoch. Starkes Tackle. Super. Da. Nochmal. Ja. Gut, aber. Aber schön mit Ruhe, das ist okay, das ist okay. Hoch vielleicht. Ja! Ja, aber nur mit Kopf! Ja! Oh. Oh. Schade. Ich hab auch hinten. Starkes Tackling. Schön. Ja, mal runter den Fistchen. Also super. Boah, das gibt's ja nicht. Defense gegen 3 Leute. Einfach nochmal umrufen oder so. Sehr gut. Okay, ich geh, komm, sehr schön, sehr schön. Schön. Mach alleine, Nils. Ja. Nochmal unten. Finn. Um. Ja, sehr schön. Abseits? Oh, fuck. Niemals. Komm, jetzt 2 Tore. Ah ja, doch, der war schon 10 Meter im Abseits. Nee, was? doch. Stark. Super. Und vor. Hoch vielleicht? Schade. War das wieder Hamburg? Nein, nee, Alter, lass mich in Ruhe. Das war jetzt Frankfurt. Ja, schön. War das wieder Hamburg, ey? Sind wir verrückt oder was? Aber die Frage fand ich gut. Ja, vor. Alles gut. Wir können doch alles raus von dem Spiel. 3 Minuten sind super viel Zeit. Alles entspannt. Oh, wie spaßt das denn? Boah, die stehen aber auch gut. Die stehen auch gut. Der Rafinha hat sich gut hingestellt. Geil, ich kann hier einfach sitzen und backseaten. Ich muss nicht liefern. Stark. Gutes. Schön. Sehr gut. Und jetzt gib ihm. Sehr gut gemacht. Oh. War das wieder Oldenburg hier oder was? Oder? Das war jetzt Oldenburg. Ja. Hier ist mal Altona. Hoch. Ganz abseits. Vor. Sehr gut. Und Abschluss. So, Ecke. Ist das die dritte schon? Ja. Das ist die dritte Ecke, ja. Das ist die dritte Ecke. Sehr gut. Geh mal in den Strafraum, ich versuch mal wegen Kopfball. In den Rückraum. Ja. Gut. So. Ah. Ich glaube, wir müssen das bei einem Alleingang 2 auf 0 oder so, müssen wir das Kopfballding kriegen. Abschluss. Erstmal jetzt aufs Tor spielen. Einfach erstmal aufs Tor spielen. Ja, wenn wir jetzt in die Verlängerung kommen, dann können wir dann vielleicht sogar das Elfmeterschießen machen. Das wäre natürlich super.
Wir brauchen zwei Tore jetzt. Was? Ach, come on. Niemals. Die machen das gut mit dem Selbst. Start, Upamecano. Nein, das ist lieber mit Geduld. Das, die Räume öffnen sich. Schön, schade. 0-3, kein Problem. Das können wir doch machen, obwohl wir nicht gewinnen. Ja, noch haben wir nicht verloren. Noch haben wir nicht verloren, Leute. Es geht so schnell in diesem Modus. Ja, ja, 1:30, 3 Tore, das ist so. Nein, es ist nicht schwierig in diesem Modus. Guck mal jetzt das erste. Ja. Ich gucke. Ja. Stark. Oh, nicht Powerschuss hier machen. Ja, ja, ja. Flanke, ich sehe das hier auf der Trainerbank. Guter Trainer, guter Coach. Danke. So. Ah, schade. Ja, und schon sind es nur noch 65 Sekunden. Ja, jetzt hätten wir natürlich einen machen müssen, aber es ist aber auch egal. Kopfballtor ist noch drin. Boah, stark verteidigt. Und vor. Ja, 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 ja. Kopfballtor vielleicht. Läuft. Abseits. Ach, du Schande. Haben wir sehr gut. Vielleicht Flanke jetzt? Jetzt mal nochmal einen hohen Ball, dass wir das vielleicht schaffen. Boah, Ball in die Mitte, alle stehen. Ja. Hä, hey, kann ich nicht Flanke auswählen? And a free kick taken. Oh, fast. Well, that was a good idea. Alles gut. Alles gut. Warum hält die den Ball fest die ganze Zeit? Alles gut. Start. Last second Tor und hier quasi Kopfball. Das könnte unser Fokus sein. Mehr schaffen wir nicht mehr. Oder die Pässe. Aber 30 Sekunden jetzt. Die Pässe schaffen wir immer. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Das andere wäre gut. Letzte 10 Sekunden. Ja. Oder jetzt Kopfballtor. Ja, abseits. Ja, letzten 10 Sekunden wären noch drin. Auch wenn die jetzt ein Tor machen, ist das noch drin. Wenn die jetzt ein Tor machen, wäre sogar gut. Ja, genau. Jetzt können wir eigentlich für die 10 Sekunden gehen. Einfach irgendwie schauen, dass ihr euch kompakt nach vorne kriegt. Aber am letzten. Die Außen nach vorne. Ja. Warum geht der Ball immer in die Mitte? Ah, schade. Ja, nochmal schön auf die Beine, damit das nächste Spiel ausfällt. Finde ich gut. Das finde ich gut. Ja, das war's. Ja, nicht so schlimm. Oh, ja, das Ding ist halt, auch wenn der Ball in der Luft ist, wird halt pünktlich abgepfiffen. Das ist leider schade. Ist nicht schlimm. Ist wirklich nicht schlimm. Drei Ecken haben wir abgehakt. Drei Ecken haben wir gemacht, das heißt, wir haben kein Spiel ohne Challenge abgeschlossen. Jetzt wollen wir natürlich wieder die Wins. Ja, das holen wir uns jetzt direkt weiter. Alle, zack, die Spieler sind ja eigentlich ganz cool, glaube ich. Zack, direkt raus. Ja, wobei, mir ist aufgefallen, ihr habt viele Verteidiger, vielleicht einen austauschen gegen einen Mittelfeldspieler, der auch mal flanken kann, das wäre vielleicht cool. Irgendwie so LM, RM, irgendwas mäßiges. Ja, also das mit den Flanken ist halt, wenn du, das ist krasser als bei dem regulären Spiel, wenn du mit der Flankentaste flankst, sind das immer so Bogenlampen. Das heißt, ist bei euch auch? Ah, nee, jetzt alles gut. Da kam gerade irgendeine komische Meldung. Also, das stimmt schon, was du sagst, Kalle. Also, man sollte, glaube ich, echt einen Spieler haben, der gute Flanken schlagen kann von den Werten her einfach, weil die sonst komplett scheiße sind. Ja. Ja, aber die mit Alaba waren alle gut hier, aber Alaba war langsam. Ich nehme, glaube mal diesen Rafinha. Einfach. Der kann auf jeden Fall flanken, der ist Längsfuß. Ich könnte Coman nehmen für Speed. Also ich finde, ich weiß nicht, ob du jetzt so richtig Bock auf gut Isak hast, aber Guti fände ich fast schon gut her in der Situation. Mhm. Aber ja. Ich auch. Guti wäre oder einer halt wieder. Das habe ich schon ausgewählt. Sollt ihr dann einen Verteidiger nehmen oder? Ja, mach was du willst. Kannst einen Allrounder nehmen. Coman ist auch cool. Okay. Ja, passt doch so. Nimm doch Inaki Williams. Alle ready machen, wegen der Zeit. Das ist jedes Mal eine Minute. Was hatte ich denn gerade nur noch für eine Bewertung, wenn Finn eine 6,2 hatte? Das ist schon bodenlos, Finn, muss sagen. Ja, ich hatte die zwei blauen Karten. Achso. Schon bodenlos. Ja, so richtig guten Passspieler bräuchten wir, so einen Playmaker. Ja, deswegen die ZMs, die sind es halt eigentlich immer. Deswegen aber fand ich jetzt Guti eigentlich so eine gute Idee. Im echten Leben halt einfach so einer, so ein Pirlo.
Ich darf leider mein Mbappé nicht spielen, das wäre natürlich schön. Das ist natürlich ja mal schade. Hast du vier Mbappé? Ja, alles mit gutem Play. So, jetzt Tempo, damit wir den Ball kriegen. Wir müssen auch den Ball am Dings immer kriegen. Ah ja, stimmt. Ja, das ist unser. Haben wir, super, geil. Und jetzt treffen wir direkt satt. Kopfball. Ah, schade. Das war vielleicht nicht so gut, dass wir alle vorne. Ja. Ich glaube, ich kann. Ja, ich bin jetzt Kapitän. Aber ich kann. Nee, bei mir geht's aber auch. Ich kann rufen. Flanke. Oh, okay. Ich dachte, der Torwart ist rausgekommen, wollte ihn überlupfen, aber steht da noch ein Verteidiger. Ja, du hättest auch Flanken für Kopfball machen können. Ja, hätte ich auch machen können, ja. Oh, es ist anlassig. So? Ja, was haben wir? Und jetzt vor direkt. Das ist unser Zorn. Ihr müsst, wenn ihr den Ball haben wollt, müsst ihr die Taste drücken, die der Torwart aus. Ah, okay, dann. Play holds as ja. Was? Hä, wer war am Abseits? Nein, du brauchst doch nicht mit dem Abseits. Das ist ja quatschig. Hey, das ist Video, wo ist der Videobeweis, wenn man das nicht mit dem Abseits? Scheiß Videobeweis. So. Wir brauchen das Kopfballtor. Lasst mal auf Flanken gehen jetzt. Aber wir müssen auch dreimal am Stück gewinnen. Das ja, aber wenn wir ein Kopfballtor machen, schießen wir auch ein Tor. Also ja, aber das Kopfballtor ist schwierig. Ja, wir müssen. Ja, wir sollten jetzt keinen Alleingang verschwenden dafür. Das stimmt schon. Ja, ich glaube, Win ist erstmal Prio, ne? Dass ja. Wir überhaupt gewinnen. Auf jeden Fall. Hier ist natürlich Kopfballtor eine Möglichkeit. Schade. Aber es ist doch nicht entweder oder. Genau, aber jetzt gezielt auf Kopfball zu gehen, ohne den Wind in der Tasche zu haben. Aber was heißt denn gezielt? Wenn wir eine Flanke spielen, ist es doch, ja, macht die, doch aber Sinn, die, also, eine Torchance zu, auszuarbeiten. Ja, verstehe ich voll, aber die Tore sind in dem Modus nicht kacke zu erspielen. Ja, aber deshalb ist es so, je früher wir jetzt haben, desto wichtiger. Safe. Aber wir müssen drei Wins in Folge haben, wir haben noch keinen. Das meine ich halt. Aber mach so, wie ihr denkt. Also, wenn die Situation doch, das macht schon Sinn. Ich würde auch. Also. Jetzt mal schnell nach vorne. Ja, haben wir. Und jetzt nochmal vielleicht. Ah, schade, war aber gut gedacht. Das war jetzt wieder Hude. Und da ist das Video. Lasst euch davon nicht runterziehen, Jungs. Weiter geht's. Nee, geht weiter. Der Reporter hier, ey. Der kriegt sich gar nicht mehr ein. Was sind das für Pässe? Oh, ne, ja, habt da. Ja, trotzdem. Denk doch nochmal dran, wir brauchen auch noch ein Spiel ohne gelbe Karten und so. Und Finn, du fällst hier ein bisschen negativ auf. Das ist jetzt schon die dritte gelbe Karte in zwei Spielen. Ja. Bei der nächsten tauschen wir dich aus. Ich glaube, ich bin unnötig. Bisschen weniger Viereck, ne? Niki warnt mich. Ja. Bis weg. Und das nächste Spiel mache ich Viereck und Kreistaste raus. Oh, schade. Also, nee, Konzentration. Was denn? Das heißt, der, wo als erstes anfordert bei dem Torwart, kriegt den Ball. Bin. Nicht immer der Erste, aber meistens, ja. Okay. Zustande. Oh, oh. Ja, jetzt gerettet. Oh, fuck. Chiri! Was? Hey! Ja, ich war lächerlich. Das ist so frech. Schau. Oh, habt ihr noch? Oder? Ja. Start. Sehr gut. Männer, ja, jawohl. Und oh, schade. Ja, das ist natürlich Mist, ne? Das meine ich, die stehen dann nach vorne. 3 gegen 0. Stark, super. Schön. Tackling. Und jetzt laufen. Nils, laufen. Ja, R2. Er hat kein Tempo. Ja, krass, über 90 also Tempo bin, mit dem Spieler. Also diesen E-Sat müssen wir austauschen. Ja, der ist 85 oder so, habe ich auch mal gesehen. Ja, aber wahrscheinlich ist das Endgeschwindigkeit und nicht Beschleunigung. Ja, dann Guti. Nicht so ohne Guti. Trotzdem, wir schaffen das jetzt. Wir sollten nur nicht panisch werden, sondern ein bisschen planen das machen. Ja, ein bisschen mehr Communication würde ich mich freuen, genau, im Team. Ja? Grün! Chris! Und abziehen! Ja! Da ist er noch! Schön!
Und das sogar aus Oldenburg. Sag mal, wer spielt bei uns eigentlich hauptsächlich Verteidiger? Ja, egal, weiter. Ja, ist doch ganz egal. Mach die weg da, die Leute. Schön. Komm auf die Beine. Ihr habt eh schon eine gelbe bekommen. Da könnt ihr auch mal Beine brechen. Super. Ihr macht da schönen Druck. Das finde ich super. Hey, jetzt können wir das Topfballtor machen. Und, oh ja? Ja. Oh, war sogar abseits. So. Also gewinnen müssen wir halt auch noch. Das ja, ja, wir brauchen aber auch noch ein Elfmeterschießen. Ja, aber... Aber nicht in dem Spiel, die sind zu dritt. Jetzt! Alter. Das war mit hat der Spieler das gehalten auf der Linie? Wo bin ich? Oh! Oh. Der war gut. Schade. Der war gut. Weiter so, Nils. Du gefällst mir sehr gut hier in dieser Partie. Das ist sehr nett von dir, Kalle. Der Start, Start 5 Platz ist dir auf jeden Fall gesichert. Stark. Ja, jetzt nehmen wir Linie. Und wieder vor. Und jetzt laufen, Isaac. Und schieß! Ja! Da ist das Ding, mein Junge! So, weiter, weiter. Und Eieieiei. Komm, Druck machen. Torwart raus, sehr gut. Seitenwechsel. Ja. Unser Ball. Jawohl. Alter, wie lange brauchst du? Das ist beautiful. Look at the da war mit links, links haben wir schon. Einmal ist schon, ja. Oh, aber. Oh, Torwart, komm schon. Ohne den kommen wir auch noch. Also ich habe mich jetzt hier mal kurz ein bisschen verbal rausgehalten, aber ich bin einfach nur stolz auf meine Jungs hier. Wirklich, einfach toll, was ihr hier abliefert. 10 Pässe brauchen wir noch. Ja. Könnten wir jetzt aber das war wirklich wir toll. Müssen jetzt die schweren Sachen angehen, weil die Zeit geht schneller um. Als ins Lieb ist. Die drei Siege können wir eh nur passiv beeinflussen. Also, naja, nicht passiv beeinflussen, was ich meine. Gott, das musst du nehmen! Ja, wollte ich. Muss man da noch irgendwas drücken? Jetzt nochmal Kopf. So. Nee, geh mal in die Mitte. Geht mal alle in die Mitte. Du musst wenn wir eine Chance haben wollen. Ja. Nochmal verlängern. Oh. Schade. Jetzt ein bisschen Defense. Wir denken nochmal dran. 10 Sekunden Tor brauchen wir auch noch. Also die letzten 10 Sekunden. Stark. Jetzt werden wir mal aufs Kopfball gehen. Ja, Kopfball wäre noch drin. Ja, Lange. Tor. Und Kopfball? Nein! Oh. Das ist halt Coman, das ist halt kein Kopfball. Müssen wir vielleicht dann fürs Kopfballing extra Spieler nehmen. Ja, Isaac ist eigentlich gut im Kopfballspiel. Kopfball! Kopfball! Ich kann eine Dame köpfen. Was war denn das? Aber alles mehr, Niki! Ja, ich auch. Durch. Jetzt kommt mein Kopfball. Nochmal auf Kopfball. Auf Isaac, auf Isaac! Kopfball, yes. Kopfball! Yes! Nein! Och, hör doch auf, was Leute! War das? Ich kann nicht mehr. Abseits. Das ist unfassbar. Jetzt nochmal, Kopfball, 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 Kopfball! Ja, Kopfball! Jetzt. Ah! Der hat ihn in die Fresse geschlagen! Oh, diese Chancen. Und das wäre gleichzeitig 10 Sekunden Tor gewesen. Das wäre 10 Sekunden, das wäre das 10 Sekunden Tor gewesen, ja, true. Und dafür machen die das, seht ihr das auch? Nee, abseits. Egal. Wir müssen eh zwei Spiele noch machen, das ist egal. Egal, wir haben einen Sieg, das ist okay. Und ich bleibe aber bei Isaac, weil der ein gutes Kopfballspiel hat. Einfach, wir brauchen einen da vorne, den man hoch anspielen kann. Ja, aber du brauchst einfach nur einen Lang, du brauchst nicht Isaac, du brauchst einfach nur einen Lang. Ja, Isaac ist lang. Ja, aber guck mal, physisch ist der halt nichts. Physisch ist der halt wirklich nichts.
Aber ey, ja, wenn du dich jetzt mit ihm eingespielt hast, alles cool, dann behalt ihn. Das ist auch in Ordnung. Also, ich glaube, das passt dann. Ihr habt generell als Team gerade sehr gut gespielt. Ich bin einfach stolz. Naja, man muss auch mal einfach kritisch hinterfragen. Ja, ja, klar. Ne? Wisst ihr noch, ob ihr am Anfang beim Anstoß den Ball bekommen habt in der Partie? Haben wir. Okay, ja, gut. Das ist nämlich auch noch eine Challenge. Ja, dreimal, ne, oder? Ich glaube, zweimal haben wir schon. Wer ist der schnellste von uns? Coman, ne? Meiner hat 94 Pace gehabt. Ja, okay, dann müssen Eddie und Finn müssen. Aber es ist immer Zufall, ob der Ball von links oder von rechts reinkommt. Ja, aber ihr beide, dann, also weil damit wir jetzt nicht zu viert nach vorne laufen, dann lass Eddie auf jeden Fall Eddie und Finn. Ich nehme jetzt den hier schon mal, der hier, Theo. Der ist der beste, also mit der beste Verteidiger im Spiel. Ja, ja. Der kann auch landen. Was hast du schon für Karten? Das ist ja einfach nur abartig. Ja, da ist die letzten Tage ein bisschen Zeit reingeflossen. Ist ja, ein paar FC-Points oder was? Ja, das auch, ja. Gutes Trading, sagt er. Denkt an die Zeit, Jungs. Einmal ready abmachen. Jede Minute zählt. Wir wollen nicht wegen Menü nach am Ende verlieren. Ja, die Blicke gehen nach Frankfurt. Ja, ja. Coman war wieder weg. Ich musste dich erst wiederholen. Na gut. Ich glaube, Niki ist der Schnellste mit Abstand. Ja. Es geht nicht nur um Schnelligkeit, ne? Also Physis ist, glaube ich, auch ein wichtiger Wert. Klar, ja, aber Ballgewinn am Anfang. True. Ja, wenn wir das jetzt nochmal schauen, ich glaube, dann haben wir die Verbindung zu einer Person wurde unterbrochen. Ja, 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 aber ich glaube, es war das Gegnerteam. Okay. Ja, wenn einer im Gegnerteam quittet, ist raus. Bitte quitte. Jungs, das war jetzt schon mal nicht so schlecht, oder? Jungs, ich bin in die Lobby geschickt worden. Seid ihr im Teamaufbau? Ich glaube, bei mir steht Gegner gefunden. Ja, bei mir auch. Ich wurde in die Lobby geschickt. Dann abbrechen oder raus. Das zählt aber nicht jetzt für die Zeit, ne? Ja, dann muss man mal hier stoppen auch mal. Ja, dann stopp ich mal. Ich kann auch gerade gar nichts machen. Ich auch nicht. Ich kann auch nichts machen, bei mir geht gar nichts. Ich kann nichts drücken. Ja, bei mir auch nicht. Ja, sonst alte 4 und eine Tacke dir, ne? Also Spiel beenden. Ja, wenn es nicht weitergeht, Spiel neu starten, ja. Ja. Lieber jetzt neu starten als wahrscheinlich kommt der neue Patch gerade. Ah, der Modus macht Bock. Ja, der ist mega nice. Der ist echt cool. Ist das statt Volta jetzt drin oder was? Oder gibt's Volta immer noch? Volta ist raus. Volta ist raus, genau. Aber finde ich auch gut. Also ich finde, der Rush-Modus ist tatsächlich also auch so für kurzen Zeitvertreib mega cool. Ich finde es auch sogar nice, weil du es mit Randoms eigentlich relativ gut spielen kannst. Ich finde schon, weil du kannst ja die Commands geben. Ja, du kannst aber sogar das andere Commands als Schieß und Pass. Das nee, ich glaube, das braucht gar nicht viel mehr. Also ich bin da tatsächlich guter Dinge. Lädst du alle wieder ein? Weil bevor du da irgendwie du ballerst mit so vielen Sachen, ist das nur wieder toxic. Wisst ihr, was ich cool so wie es jetzt ist, finde ich eigentlich ganz gut. Was ich noch cool fände, weil ich finde den Modus nämlich auch mega. Jetzt überlegt mal, wie geil es wäre. Wenn man jetzt noch sagen kann, ich will gegen ein anderes Vierer-Squad spielen. Mhm. Also es geht bei Pro-Clubs geht das ja. Also bei Ultimate Team weiß ich nicht, aber bei Pro-Clubs kannst du es ja machen. Bei Pro-Clubs geht das. Ja. Naja, ich glaube, das ist halt so ein Ultimate-Team-Problem. Ja. Weil da spielst du ja generell nie gegen gezielte Leute wegen der Rating-Sachen und so. Also das ist halt cool. Bei der Clubs-Variante, das ist halt mega geil. Da kannst du deinen eigenen Spieler machen, genau wie bei Pro-Clubs und auch einem Club beitreten und alles und dann genau diesen Modus spielen. Und das ist dann schon echt geil. Ja. Ich muss auch sagen, Pro-Clubs habe ich immer echt gerne gespielt. Also jetzt gerade vor ein paar Tagen hat mich auch wieder ein Kumpel gefragt, ey, wollen wir dieses Jahr ein bisschen in Pro-Clubs reinschwitzen? Das macht echt Spaß. Also ist mega cool. Bester Modus. Ja. Wir wollten ja mal gegen euch kicken, Kalle. Wir haben super viel Pro-Clubs immer gespielt. Mhm. Und wir haben euch ja mal so rausgefordert mit so ein paar Sticheleien. Die sind wahrscheinlich nie bei euch angekommen. Wahrscheinlich nicht. Also das höre ich gerade zum ersten Mal leider. Ja. Wir wollten immer mal mit gegen euch spielen. Okay, ich glaube, wir können die Zeit wieder anmachen, oder? Aber kann man ja noch machen jetzt. Ja, eben. Also voll gerne, oder? Wer macht denn die Zeit? Ich mache die Zeit. Erst wenn das Spiel, wenn ihr wieder in Game seid. Achso, egal, jetzt habe ich ausgewählt. Ja, ist egal. Weil immerhin geht es ja hier um Preise für die Community. Das ist ja, eben. Fun. Ach echt, was für Preise? Stimmt, haben wir noch gar nicht erwähnt. Das ist nämlich. Ja. Achso, sorry, ich habe die Schere
Alt, ja, ups. Was? Also man kann, also es gibt glaube ich insgesamt 5 Teams, die genau das gleiche machen, was wir heute machen. Mhm. Und das Team, was gewinnt, gewinnt tatsächlich Bundesliga-Tickets der Wahl der Person, was? Die, also es werden dann Bundesliga-Tickets an Zuschauer und Zuschauerinnen verlost, je nachdem, welches Spiel sie dann halt besuchen wollen oder welchen Club sie dann halt sehen wollen. Und es gibt auch noch ein Trikot obendrauf von dem Lieblingsclub. Das ist eigentlich ganz nice. Mhm. Weil wir also ich würde mich schon mal ins Volksparkstadion, ja. Ich war da ja schon ein paar Mal im Gästeblock. Ist wahrscheinlich lange her, ne? Ist tatsächlich lange her, ja. Also in der, als Bremer in der zweiten war, habe ich es tatsächlich nicht geschafft. Und halt davor dann. Also ich glaub, so, denk ans Anschluss jetzt, Eddie und Finn, an unterschiedliche holen, Seiten. Gib ihm. Ah, scheiße. Ah, schade. Wer ist rot? Niki! Gott! Mein Stream ist abgebrochen! Oh. Warte mal. Oh nein. An allen Ecken und Enden, ja, du, ich stehe jetzt aber einfach. Oh nein! Ja, warte mal, ich bin. Gib mir mal kurz. Ja, das ist nicht so einfach. Ist nichts mit, gib mir mal kurz, das Spiel läuft. Ja, ich krieg jetzt irgendwie mal wieder den Händen. Scheiße, es tut mir leid. Mach mal die 10 Pässe, lass mal. Die, ja, oder so. Das geht auch. Lange Bälle. Bei denen, guck mal, bei denen ist einer AFK. Der rennt die ganze Zeit ins Aus, der hat einen Controller eingeklemmt. Stimmt. Ja, dann kann ich hier eigentlich auch AFK gehen. Dann haben wir es bisher. Ich warte mal, ich stelle mich mal kurz da ins Eck. Dann lass uns jetzt die 10 Pässe machen. Ja. Schieß ein Tor einfach. Was eine Scheiße. Gib ihm hoch, oh, hoch, hoch! Ah, mach die Flanke! Ich hab sie gedrückt. Da muss er ein bisschen schneller schreiben. Nochmal. Aber Viereck! Schön! Oh, oh, was ist das denn? Kopfball werden können. Ja, der ist einfach, hast du den wieder auf den, wie ein Stahlball einfach runtergefallen. Das ist Isaac auch ein bisschen zu groß. Ah, schade. Aber gut, hey, ein Tor. Ja, wir haben ja ein Tor geschossen, so schade ist es nicht. Ja, aber wir sollten das mit den Pässen nutzen jetzt, finde ich auch. Wo die zu dritt sind nur. Ich habe noch kein Foul gespielt. Perfekt. Lass uns mal jetzt schöne Dreiecke machen. Vor allem, dass du sagst, ich. Ich hab auch einen Vorteil, dass ich gerade, dass ich hier nebenbei stehe. Stark. Niki, mach entspannt, aber stell dich nicht so ins Abseits. Nicht ins Abseits, nicht das Abseits aufheben. Komm, weiter. 3, 4, 5. Nach unten helfen. Jetzt oben. 6. 7, zurück. 8, 9 und 10. Okay. Abgeschlossen, okay. Sehr gut. Oben. Ja. Egal, ich mach ihn so selber rein. Egal, wir haben immer die 10 Pässe. Ja, 10 Pässe haben wir. Alter. Noch. Also die sind auch noch zu dritt, das ist halt echt. Die Gegner auch. Die sind auch nicht so gut. Oh, was ein Lackpiss. Aber Captain ist bei mir Finn. Also ja, aber ich kann den Torwart nicht folgen. Ich habe alle zum Runde von Captain, aber brauchen wir nur noch das Kopfballtor und die Siege? Oder? Nein, wir brauchen noch einiges. Geben, oben. Ah, nee, come on! Ich bin jetzt wieder da. Bin wieder online. Geil. Dann spiel auch. So. Ja, ich bin wieder da. So. Aus. Spiel. Bin ich eigentlich da oben. Ihr seid die allerbesten. Sehr gut. Jetzt können wir doch auf Kopfballtor gehen. Vielleicht. Ja. So nicht, der landet am Frankfurter Hauptbahnhof. Das Allerwichtigste ist doch eigentlich, dass wir gewinnen, oder? Ja. Weil sonst fangen wir wieder von neu an. Und kein Foul. Okay. Ja, also einer muss anspielbar sein, auf jeden Fall. Start! Kopfball? Tor, einfach ein Tor! Okay, gut. Oh Gott. Aber da hätte sie ihn hochspielen können. Das hätte Kopfballtor geben können. Ihr habt eben gesagt, ihr wollt auf Sieg gehen. Ja. Dann mache ich jetzt das Siegtor. Erst diskutiert ihr die ganze Zeit mit mir, dass das Siegen wichtiger ist als der Kopfball. Jetzt mache ich das, wenn wir zurückliegen. Und jetzt labert ihr mich voll, dass ich den Kopfball machen soll. Ihr spinnt das. Komm einfach mal wieder aufs Spielfeld. Du hast dich beleidigt, dass wir im Spiel laufen. Das ist auch mal Punkt 1. Und zweitens, du kannst auch mal den Internet Explorer langsam ausmachen, weil wir reden doch schon die ganze Zeit, dass wir das Kopfballtor machen wollen. Ey, Kalle? Mein normaler Mikrofon. There goes the cross, it's a few teammates. Oh. Must be.
Ich kann erst mit meinem PC ausmachen. Ah, schade. Oh, schönes Tackling. Vorne, vorne. Bin da. Oh, lauf, Junge. Na, so schnell ist er dann doch nicht. Das ist doch Quatsch. Lass da über die Mitte aufbauen. Da muss der Trainer auch mal schimpfen bei sowas. Ja, ich wollte mich jetzt mal ein bisschen zurückhalten, weil ich dachte, du bist jetzt auch ein bisschen sauer. Du sollst doch nicht auf mich schimpfen, sondern auf die anderen. Ach so, ja, ihr seid alle kacke. So. Und dabei, oh, vorne, vorne, vorne. Ja. Super, super, Ball. Flanke. So. Also, ihr braucht auf jeden Fall noch mindestens ein Tor. Wir können immer noch auf den Meter schießen gehen. Jetzt für Kopfball vielleicht. Jetzt. Hamburg, hört ihr mich? Er macht's nicht. Flanke ist auf Viereck. Ja. Ich wollte nochmal in Erinnerung rufen. Wir spielen gegen drei übrigens. Ja, das ist nicht das Thema. Doch, weil wir so leicht nicht mehr die Chance haben, gegen drei zu spielen. Coach. Ja, aber ihr müsst mein Team werden langsam. Also das ist jetzt die fünfte Partie. Ihr müsst jetzt mal langsam hier gemeinsam und so. Ja, man muss halt flanken, wenn man einen Kopfball jetzt will. Jetzt muss man mal flanken. Und nicht auf Blau. Blau darf nichts machen. Sehr gut. Ja, schieß einfach. Scheiß drauf. Ja, man muss auch mal ein bisschen adaptieren, nicht auf Krampf. Sehr gut. Also wichtig ist, hört mir bitte zu, wichtig ist das, wir machen Tore vorne. Egal wie. Und wenn wir mit Kopf machen, machen wir mit Kopf. Wie eine Flasche voll. Der regt mich so auf. Das ist nicht die AFK, den einen. Das ist wirklich abgehauen. Oh, aber Gott. Die Zeit wird geschloppt. Ja, ja. Aber nichts für unsere Challenge. Aber wir haben auch wieder AFK. Was ist los, Nick? Nils, was machst du da alleine vorne? Was versuchst du da? Man steht vorne, damit man den langen Ball kriegt, wenn wir nicht in AFK spielen. Du musst doch mal nach hinten arbeiten, Junge. Alter, ohne Scheiß, ich mute euch gleich. Ihr seid ja so eine nervigen Leute. Wenn ich jedes alles kommentieren würde, was scheiße ist von euch, wäre ich auch nur umreden. Ist Fußball, hast du mal Fußball geguckt? Ohne Scheiß, ey, das ist... Gegentor. Unglaublich, ey. Wir müssen fokussieren, was jetzt noch realistisch ist. Wir können noch gewinnen. Scheiß auf das Kopfballtor. Wir haben 10 Pässe und wir haben noch kein Foul gespielt. So, das ist eine Ansage. Schön! So, und dann macht er auch mal das Ding. Soll ich euch mal eine Story erzählen? Ein Mod von mir hat mir gerade wirklich erzählen wollen. Man hört mich doppelt, nachdem ich den Stream wieder starten musste. Und jetzt hatte er den Stream zweimal offen. Ach. Ja. War ja klar, und deswegen warst du AFK und wir haben das Tor kassiert, oder was? Genau. Der hat mich geflamed, dass ich in dem einen Spiel zwei blaue Karten hatte und macht den Stream doppelt auf. Junge, Junge. Okay, jetzt bin ich wieder zu 100% zu euren Diensten. Spiel und dann Flanke und dann... Nein. Alles gut, alles gut. Reißt euch jetzt zusammen, Jungs. Spielt zusammen. Huscht jetzt euch. Vielleicht mal Flanke hier auf so, Achtung, schneller, sonst spielt's automatisch. Ja! Ja! Ja. Da ist es doch! Super! Kopfballtor! So, ich renn von euch weg, wir müssen für euch zu tun haben. Nils, jetzt hör auf damit! Mit Köpfchen! Schön. Das so. Habt ihr gemeinsam gut gemacht. So, jetzt ist. Jetzt zählt's. Ja, alles mit der Ruhe. Sagen, so gewinnen, bevor wir in die Verlängerung gehen, weil da können wir es noch verkacken und machen die Jungs nicht kaputt. Kopfballtor habt ihr? Denkt dran. Einfach nur gewinnen. Sehr gut. Wir haben noch 10 Sekunden vor Schluss, das Ding, ne? Genau, das brauchen wir auch noch. Aber wir schaffen. Habt ihr schon mal reingefault? Zu zweit jubeln schon. Nein, wir haben noch nicht reingefault. Bist du dir sicher? Was heißt reingefault? Ja, ich bin mir sicher. Wir haben noch kein Foul mehr machen in diesem Spiel jetzt. Wir haben noch kein einziges Foul getätigt. Ich drücke extra, ich mache keine Zweikämpfe. Weil wenn wir das schaffen, kriegen wir nochmal 2 Challenges drauf. Geil. Können wir noch irgendwas machen? Nee, wir brauchen nichts mehr. Schieß einfach ein Tor. Sehr gut. Ich finde, es sieht jetzt immer besser aus. Es läuft immer flüssiger bei uns. Ja. Das 10-Sekunden-Tor, da würde ich mich auch sehr freuen. Da gibt es dann auch ein Bier auf mich, auf meinen Nacken, in der Kabine. Scheiß Drecksball. Kein Foul. Ja, bitte nicht mehr faulen.
Ganz wichtig, nicht mehr faulen. Ich hab's gehört! Ich hab's gehört! Was machst du? Nicht mehr faulen! Was ist das für ein Scheißkack-Zeitspiel? Nach vorn! Wir führen doch! Was willst du denn? Ein 10-Sekunden-Tor! Also letzten 10 Sekunden. Ach, so was müssen wir machen in den letzten 10 Sekunden. Hinten die Locken und dann Ball vorhauen. Und nicht faulen. Bitte nicht faulen. Alter, wenn du es noch einmal sagst, grätsch ich den Nächsten in die Fresse. Schön! Ich kann gar nicht! Ich kann gar keinen Zweikampf annehmen. Sollen sie halt einfach. Lila steht vorne. Vor das Ding. Linie, Niki. Ja. Hier, Mitte. Noch 35, will ich nur sagen. Ja, so langsam können wir das 10-Sekunden-Tor vorbereiten. Mhm. Jede macht das Gleiche, was du gerade gemacht hast, nochmal. Schön mit dem Ball nach hinten laufen, auf Lock. Ja, auf entspannt, ja, also, ja. Rein, chillt vielleicht? Ah, weiß ich nicht. Jetzt mal gewinnen wir super, sehr gut. Oh, auf Nils hoch, sehr gut. 10 Sekunden ab jetzt. Jetzt ein Tor, komm! Tor. Ja! Sehr gut. Jetzt einfach wegbleiben vom Mann, nicht auszusehen. Noch ein Tor. Ich grätsche jetzt einen um, ey. Das war richtig stark gemacht. Ich baller so richtig rein. Nein, das machst du nicht. Oh ja, sehr gut. Wir haben jetzt Einwurf. Werf einfach nach hinten. Nein, mach ich nicht. Ja, die graue Haare bei euch. Okay, jetzt noch ein Sieg, dann haben wir 3 in Folge, oder? Ja, und versuchen wir mal beim Anschluss den Ball zu, dann haben wir das nämlich auch erledigt. Niki hat die Gruppe verlassen. Ja, ich krieg durch. Warum schließt sich jetzt das Spiel? Elfmeterschießen würde auch noch. Wie schaffen wir das eigentlich? Unentschieden spielen einfach. Und dann kommt Golden Goal, 1 Minute 30 oder 2 Minuten. Ja, ihr sagt so, als könntet ihr das locker aus dem Handgelenk, aber das sehe ich. Wir können einfach führen und dann ein Eigentor machen. Ist so easy. Ja, aber jetzt würde ich einfach das Spiel gewinnen, dann haben wir 3 in Folge. Ja, klar. Ja, kein Risiko mit Elf. Aber wir haben nicht so viel Zeit, ne? Also wir sollten das jetzt in 2 Spielen schaffen. Also ein Spiel noch gewinnen. Jetzt gewinnen und dann auf Golden Goal gehen. Ja. Aber reicht das oder müssen wir? Und wir müssen noch einmal den Anstoß gewinnen. Ja, ich glaube, wir müssen noch einmal. Kannst du uns noch mal neu einladen, Nick? Ja. Warte, ich komme. Tut mir leid, aber ich kann Spiel. Also, ja. Dann jetzt die Lobby. Das wurde bei mir so gerade als Niederlage gewertet, naja. Ja, aber bei uns aber nicht. Ja, wir haben ja das Ergebnis gesehen. Das, ist, darum, das zählt ja jetzt für die Challenge. Ja, das ist gut. So, jetzt lade ich euch wieder ein. Ich bin stolz auf euch. Das waren 2 Top-Spiele. Beim Nils da vorne. Mit dem Isaac, ich hab dir die ganze Zeit gesagt, das ist dein Mann. Ja. Finde ich super. Jetzt kann ich endlich wieder faul spielen. Ja, kannst du wieder mit Happen sein. Ja, war das bisher deine beste Partie, weil du nicht gefault hast. Behalte den Spirit mal so ein bisschen bei. Weil brauchen wir nicht. Wir brauchen einen Sieg. Ja, aber wir brauchen Glück, dass die nur zu dritt waren. Das ist jetzt wirklich. Warum bringst du das jetzt hier mit in die Kabine, Finn? Wir waren ja nur zu zweit. Das zerstört den ganzen Teamspirit. Du zerstörst gerade den kompletten Teamspirit. Wir haben so viel aufgebaut gerade. So, Eddie fehlt noch. Eddie hat keine Anfrage. Drück mal R2 und dann auf Gruppe. Siehst du da vielleicht was? Soll ich nochmal den Timer stoppen? Stopp nochmal den Timer. Beitritt nicht möglich, versuch's nochmal. Hast du eine Einladung bekommen? Nope. Ach, du hast mich eingeladen. Money Scoop hat mich eingeladen. Ja, vorhin noch, als die Lobby noch offen war. Vor einer Minute. Nee. So steht er aber. Hab ich aber nicht. Und dann. Das war noch die Lobby. Ist ja auch scheißegal, lad mich jetzt ein. Ja, aber es geht ja nicht, weil jetzt, guck mal, jetzt steht's. Weil jetzt kann ich dich einladen, weil ich die Einladung von dir abgelehnt habe. Das Kalles schon wieder hier. Was kann ich denn dafür? Alles!
Du bist der Coach, du hast die Verantwortung für diese Mannschaft. Weil ihr eure Schuhe nicht schnüren könnt, das kann ich doch nichts dafür. Ihr müsst die PS auf die Straße kriegen. Also die PS5 muss die PS auf die Straße kriegen. So. Spieler auswählen, auf den Platz bringen. Und bestätigen, dann sparen wir 1,5 Minuten. Ihr seid ein eingespieltes Team, das freut mich. Ja, das läuft gut. Ja. So. Was, wir brauchen noch den Sieg, wir brauchen noch das Elfmeterschießen gewinnen. Was brauchen wir noch? Dann brauchen wir noch eins ohne Gegentreffer. Und noch einen Anstoß gewinnen. Genau. Einen Anstoß noch, boah. Okay. Also, vier Challenges fehlen uns noch. 4 Stück. Ich sag nochmal alles. Gewinnt insgesamt 3-mal den Ball beim Anstoß der Partie. Also wenn ihr ihn jetzt bekommt, dann haben wir sogar den 3. meine ich. Ja. Dann ein Spiel ohne Gegentreffer, ein Sieg brauchen wir in diesem Spiel, damit wir 3 Spiele hintereinander gewonnen haben und ein Elfmeterschießen gewinnen. Dann lass uns jetzt versuchen, zu 0 zu spielen, auch direkt. Genau, weil das andere können wir mit Elfmeterschießen ja kaum kombinieren, sonst müssen wir nur 0 spielen. Ja, ja, ich würde jetzt gar nicht in diesem Spiel auf Elfmeterschießen gehen, tatsächlich. Weil wir gewinnen, aber 1-0 gewinnen wäre geil. Ja, Ball holen. Nope. Schade. Alles gut. Das kriegen wir alles noch hin. Gut. Ja, Nils ist warm, das merkt man. Schön. Oh, ein Traum. Hesel ist abseits, pass auf. Ey, läuft alle abseits, Leute. Schieß ein Tor! Ja, ich schieße ein Tor, aber es bringt nichts, wenn zwei Leute vor mir ins Abseits laufen. Aber wenn ich dich überhole, kannst du mir doch einfach einen Lauf spielen. Ja, wenn der Passweg gut funktioniert, aber man kann ja auch ein bisschen abbremsen, ne? Wir haben ja keine Not. Aus vollem Lauf soll ich abbremsen, Tor. Bitte streitet euch nicht bei dem Tor. Aber wenn es umgekehrt ist, dann pass. Es steht 1-0 für uns. Ruhe jetzt im Puff. Nervt einfach. Und 10% an die eigenen Vorgaben hält. Schön. Ja, genau. Ja, sehr gut. Das macht er super. Ja, nochmal. Oh, schade. Super Einsatz. Schade. Aber gut. Sieg ist noch drin. Elfmeterschießen noch drin. Spielt einfach auf Sieg. Ganz entspannt. Oh, there's a ton of options in there. Getting a hold of it in mid-flight was the keeper. Oh, okay, this is 3-0. Must be. And it's going goal. What an incredible effort. No surprise they found the back of the net. Henderson. Oh, it's getting stimmen, man. That's a beautiful looking play. Yeah, they're building the attack up nicely. It has to be. Schade. Schön. Bleib mal da hinten immer bei dem Neymar. And that's it for the attack. The ball's cleared. They're not wasting time and they're headed back the other way. Ah, schade. Look at that. They're carrying it forward. Kleiner Tipp zum Verteidigen, wenn ihr R2 gedrückt haltet, dann stellt ihr euch so vor den Gegner, dann rennt ihr nicht so an dem vorbei. Ihr seid beide gerade oben, da so übelst an dem vorbeigezischt. Ihr könnt euch dem zustellen mit L2. Schön! Vorwärts, hab ich. Ah, schade. Oh, wow,
they've decided to show off everyone here. Beautiful ball to split the defense. Good attempt, but a bad save. Na gut. They might be onto something. There goes the cross. It's a few teammates. Oh, nochmal. Jawohl. Sehr gut. Und weiter. Da ist noch alles drin in der Partie. Ah, zwei Tore sind gar nichts. Ja. Ganz kurz, von dem Timer müssen wir gleich am Ende 2 Minuten abziehen. Ich habe leider ein bisschen zu spät den Timer wieder angestellt. Das ist mein Fail gewesen. Nur damit ihr es mal gehört habt. Stark. Oh. Alles gut, ihr habt den Ball. Hoch. Aber wir können das auf jeden Fall noch schaffen. Ja, ja, das 2 Tore, das ist völlig lächerlich. Das ist kein Problem. Weiter. Ja. Great vision. And it goes south for a throw. Lauf vor. Ja, gut. Schluss. Beautiful challenge. That attack has just been cut out. Nice. Done. They broke it down in the middle of the park. It could be. And the ball goes out for a corner kick. Spanish is also called corner. And they're playing it from the corner. And it's well collected by the keeper. Well, let's see what they do from here. And look at that. We might be seeing a counter. Super verteilt. Ja, vorne. Ihr habt das Game, Ihr macht es sehr gut. Ja. Sehr stark. Pushing the ball ahead. He got it back in a decent position. Moving the ball well up on the right wing. Schön. Good looking tackle. Ja, guck mal rechts. Das war so geil gespielt. Schön da hinten am Ball geblieben, festgenagelt. Und dann das Ding da vorne reingesemmt mit dem Isaac. Der wird auch was für den großen HSV, oder nicht? Ja. Sehe ich auch so. Wir sind dran. Wir sind dran. Isaac Pauli. Ball in the halfway point. And onto the defender. This could turn into something interesting. Wir sind zu dritt auf einem Klumpen. Ein Abseits, gell? Wir sind gerade so dran, das Ding zu drehen. Oh, ich glaube, blau gehen, Rückraum. Oh, das ist klein, der ist so klein. Oh. Die Ecken. Ja. Alter, was? War gut gemacht. Alles gut, war einfach nur ein Schuss. Wir holen noch 2 Dinger, alles gut. Super, super. That's a great ball. Ja. Just put the defense. Oh, that was a decent start. Ah, schade. Das ist anders. Aber unser. Schade. Ja, die stellen ihn immer schon richtig. Oh, stark rausgeholt. Schön, habt ihr. Sehr geil. Und vor. Ja, Mann. Und lauf, Nils. Schuss. Ja. Yes. Geiler Typ. Super. Isaac. Ich sag nie wieder was gegen ihn. Er ist der Allerbeste. Mhm. Nein, das ist alles Nils. Der Spieler ist kacke. Das ist einfach nur Nils. Ja, nee, Isaac ist schon im Bar auf jeden Fall. Na gut. Wait ein bisschen. Hab ich so. Stark. Was auch immer das war, ist da stark. Für Viereck. Hoch, herunter. Entschuldigung. Great imagination to see that running behind. They fire it. Look at that goal! Goal! Just thrown the crowd into a frenzy. The atmosphere here is fantastic. They're starting to move up. Wait, you think? No, plant. Was war das denn? Dieser Glas. Komm mal vor. Geil.
Oh, good vision. He's got the attack now, and we have a corner to defend. Ball played short. Yeah. Plus. Oh, oh, cut out with the keeper. Throw in here. And that's it for the attack. The ball's clear. Just the keeper to beat. Goal! Goal! They were able to work it out nicely in the end. They put it in the back of the net. They've read that play well. They're breaking at speed. Finding a bit of space there. What's this for Schnicker, ey? Beautiful challenge. Data does it just, and they score from here now. And it goes out for a throw. Voilà. That's the end of the game. What a whoa, that's too big. One side in a bit. 7-4 the final score. Jetzt müssen wir quasi wieder 3 Siege machen. Ja. Wie viel ist denn die Gesamtzeit? Also erstmal möchte ich sagen, jetzt alles, was du auf deinem Bildschirm zeigst, da gerade sehe ich. Okay. Und zweitens, wir haben minus 2 Minuten, also wir sind jetzt noch bei genau einer Stunde Zeit. Nee, aber um den Rekord zu schaffen, meine ich. Das weiß ich nicht, ich weiß nicht, was der Rekord aktuell ist, to be honest. Eine Stunde 28 Sekunden. Ja. Wie viel haben wir? Ja, dann schaffen wir es nicht mehr, dann sind wir schon raus. Weil wir sind jetzt schon bei über einer Stunde. Wir sind schon bei über einer Stunde. Tatsächlich. Hm. Aber, ich würde sagen, achso, warte, ich bin hier bei. Die ersten 3 Games gewonnen und das vierte direkt. Also, 3 Games gewonnen wahrscheinlich und in denen auch noch das Elferschießen geholt. Wir machen trotzdem weiter, oder? Wollt ihr jetzt aufhören? Nee, hallo, ey, ein bisschen Ärger, es geht auch noch um Platzierung, ne? Also. Wollte schon sagen, es wirkt gerade so, als seid ihr. Ja, ist halt scheiße, dass wir es nicht mehr schaffen können. Das ist ja, gut. Wir hätten jetzt tatsächlich in der Partie alle 4 Challenges schaffen müssen, um es zu schaffen. Tatsächlich. Ich dachte, wir hätten 1 Stunde 28 Minuten. Das dachte ich. Dachte ich auch. Eine Stunde 28 Minuten. 9 Sekunden leider. Also so eine Stunde und 28 Sekunden. So wurde es mir übermittelt, ja. Ich schaue noch mal in meinem Briefing. Da will ich ja mal das Video drin sehen, auf jeden Fall. Nein, das steht da nicht drin. Dann lass uns doch mal jetzt einfach weitermachen und bestmöglich versuchen, das jetzt zum Ende zu bringen. Ja. Also ich fände es sonst schön, wenn wir die 3 Siege am Stück schaffen. Ja. Ja, geht nochmal für die 3 Siege. Das wäre, glaube ich, nochmal cool für alle. Dann haben wir wenigstens das noch geschafft. Ich meine, wir können trotzdem nur versuchen, das hier durchzuziehen. Das ist eigentlich alles auch theoretisch in einer Partie machbar. Wir haben auch nicht alle Teams geschafft, ne? Also ich wäre schon gern bei den Teams, die es schaffen. Eben. Erstmal das. Und zweitens, ihr müsst jetzt eigentlich nicht mehr so viel machen. Ihr müsst nur 3-mal in Folge gewinnen. Ein Elfmeterschießen brauchen wir. Und zu 0-Sieg wäre cool unter den ersten, also nächsten 3 Spielen, wenn ihr es irgendwie hinkriegt. Ist natürlich aus meiner Position jetzt immer leicht zu sagen. Ich weiß, tut mir auch leid, aber ich glaube halt, weil ich ja gesehen habe. Wir müssen safe mit 2 Verteidigern spielen und 2 Stürmern, damit wir hinten gar nichts zulassen. Mhm. Wo steht denn jetzt, also nochmal, wo stand denn jetzt, was die Bestzeit ist? Weil mir. Das hat mir Lauren vorhin geschrieben. Mhm. Also vor 2 Stunden, das war schon stimmt. Na gut. Aber ich hatte tatsächlich auch im Ohr, dass Minuten gewesen wären, aber anyways. Dann machen wir es jetzt einfach so. Ja, wir können ja, also ich meine, ich will jetzt hier. Also, wir versuchen einfach die beste Zeit rauszuholen und fertig. Nee, also 1 Stunde 28 Sekunden hat er extra Sekunden ausgeschrieben. Das wird stimmen. Yes. Na gut. Dann haben wir 2 Sieger und spielen zu 0. Haben wir eigentlich gerade den Anschluss gewonnen, weil dann haben wir nee. Den geschafft. Das ist auch random, oder? Ja, schon. Der Ball kommt immer in der Mitte. Eigentlich, die in der Mitte stehen müssen. Okay. Ja. Also vorhin, also ich bin vorhin mit Theo, der gefühlt der schnellste Spieler im Spiel ist.
komplett durchgepaced und nicht gereicht. Ja gut, das ist auch Antritt immer eine Sache, ne? Also Pace ist nicht alles. Das stimmt auch wieder. Oh, Edward. Wir können jetzt zu 0 spielen. Ja, lass mal gewinnen und zwar zu 0, finde ich gut. Mit Maxi Mittelstädt wird das jetzt. Can it be the keeper from here? Good score! Schön. Oh, and they've certainly wasted no time getting the score on their way. Kickoff taken and we're back on the way. The keeper just the other part of it. Yeah, I kind of okay, zu 0 ist schon mal raus. Aber es ist auch bockschwer, bei dem Spiel zu 0 zu spielen. Deshalb würde ich gerne mal das Video von den anderen sehen, die das geschafft haben. Gibt's da Beweise? Oh, well, they made it as easy as... Oh, a beautiful start, but the ball's loose again. Oh, look out! Counter looks good here. Moving the ball well up on the right wing. Good challenge, but now we have a throw-in. They've won it, and that's a dangerous spot. Schön. I can't. They just repossessed that ball like they owed money. Oh, could be. So what's the time? Ach. That's a bad place to give up the ball. Wie geht denn links? Hier habe ich gestern noch ein Spiel noch gesehen. Right there, where things happen. He takes the shot. Hat eine schöne Tarte bekommen. Leider ein bisschen wenig Pace. And played in towards a myriad of options. Den Monster war nicht schlecht. Kann alles so ein bisschen around. Passt eigentlich. Für den Modus ist eigentlich... Guck mal hier! Da, die... Packt da die Grätsche aus. Das ist ja SPC von Leverkusen. Der ist auch in Real Life echt gut. They're building the attack up nicely. It's a corner kick here. Not that they need it. They're ready ahead. Den Wind spielt in Frankfurt diese Woche. Bayern. Also erstmal morgen die Schickers und dann Bayern. Okay. Bist du hin ins Stadion, den geschickt hast? Nee, ich wohne ja in Hamburg leider. Und ah, scheiße. Nicht so leicht. What an elegant way to defend a golden opportunity. Das ist schon ein geiles Spiel. Defender has it now. And the playbook's forward now. Oh, scheiße. Was ist damit Flügig los bei Stuttgart? Warum spielt er nicht? Nein, das kann man so auch nicht sagen. Also, ist ja immer schwer das nach von außen. Aber zum Beispiel gestern so, man hat ihm so leider ein bisschen angemerkt, dass er ein bisschen verunsichert ist. So, ich weiß, nicht so diese Überzeugung in den Aktionen wie letztes Jahr. Merkt man gerade. Ein bisschen weniger Selbstbewusstsein. Also ein Schuss gestern. Doch, er hatte ja einen Schuss, dass das dann, ich glaube, der war so ganz leicht, vielleicht noch abgefällt mit dem Kopf vom Gegner. Das war so dieser Robben-Move, wo er letztes Jahr ja in die Mitte ziehen, dann auf rechts legen. Aber ist halt gerade irgendwie schwierig. Ich muss sagen, ich glaube, ich hätte niemals gedacht, dass ich mein Leben mal sagen oder sehen würde, dass Jens Day bei Werder Bremen einen Hattrick macht. Also, das, muss ich sagen, hat mich richtig... Das ist eigentlich ein unmögliches Ding. Ja, das war wild. Das ganze Spiel war aber surreal. Die rote Karte hat einfach das komplette Spiel auseinandergenommen. Ja. Ja, man muss auch mal als Bremer Glück haben. War dann ja auch verdient. And the free kick taken. Heute Morgen hat Werder Bremen einfach ein Bild von Messi gepostet, der ein Trikot hochhält und das einfach
Das Trikot von State und. Okay. Das, was der vor der Real. Ja, ja, genau, genau. Ja. Schönes Tor, Nils. Bin stolz. Mhm. Bei euch ist jetzt so ein bisschen die Motivation raus, ne? Weil wir nicht mehr die Challenge gewinnen können, ne? Nee, ich hab den Ehrgeiz, ich will nicht Letzter, aber ich will die Challenge schaffen. Okay, gut. Ich hatte so gerade in den letzten Minuten ein bisschen den Eindruck, dass ihr nicht mehr so. Nö, ich würde aber gern noch das schaffen. Ich auch. Das geben müssen. Look at that, they're carrying it forward. Sind wir da alle wieder von uns gefahren? What an elegant way to defend a golden opportunity. And they're through here. Nice. Alter, was macht der Torwart? Geht im Stich. Was ist denn das für eine Kappe hier? Mann! Mann! Ja, echt so. Schön. Ja. Ja, geil, Alter. Sag mal, Edel, was ist eigentlich mit Skiri los da? Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Das ist erstmal meine Frage, weil ich habe den bei Clubbase. Ja. Skiri oder Skiri? Ich weiß nicht, wie man ausspricht. Entschuldigung, ja, sorry. Bei Köln so ein Monster. Ja, ja, der ist ja richtig kacke bei einfach. Ja, ja, der ist ein bisschen enttäuscht. Aber ich meine, der macht jedes Spiel eigentlich. Ne? Also der ist schon, der spielt halt unspektakulär. Ist halt so ein bisschen defensiver bei der Eintracht als bei Köln. Aber ja, wir sind auch ein bisschen enttäuscht. Irgendwie fühlt er sich, glaube ich, nicht so richtig wohl. Ja, man merkt das irgendwie, weil Köln hat der übelste. Aber ich muss auch sagen, den Transfer fand ich ein bisschen. Also nicht kacke, weil als Bremer kannst du eh nicht kacke finden. Aber es ist schon irgendwie, hat mich ein bisschen gewundert. Weil er hat jetzt auch gar keinen Impact im Team gehabt irgendwie. Also von Frankfurt hätte ich einfach einen besseren Transfer erwartet, so, das meine ich. Naja, der war schon so mit der beste Sechser in der Saison. Also das war schon, ja, ja. Das war schon ein geiler Transfer. Also. Ja. Der war auch, doch aber auch, da war doch sogar, glaube ich, Dortmund dran an dem. Also ich fand den richtig gut. Ich fand den krass. Ja. Er hat 7 Tore geschossen. Ja, okay, na gut. Und ich habe auch irgendwie gehört, dass, also das jetzt nur so viel von Hören sagen, und da habe ich irgendwo mal in irgendeinem Shitpost gelesen, dass Kolumuani wieder ein Thema sein soll in Frankfurt. Quatsch. Nee, ne? Absoluter Quatsch. Der würde auch, keiner will den mehr sehen. Also. Ja, das meine ich eher, naja. Außerdem ist es jetzt völlig unwichtig, dass du jetzt die Gerüchte hier gehört hast. Das ist wie wenn morgen in der Zeitung steht. Das ist ein Druck zum Vorspiel. Ja, das war eher so ein Bild-Zeitung-Artikel, glaube ich, auch. So nach, by the way, Lil führt gegen Real Madrid. You can understand there was a defender forcing them, but that Lil Wayne, oder was? Ich würde hier nochmal Konzentration, ne? 30 Sekunden, den Sieg nochmal mitnehmen hier. Den machen wir, müssen wir jetzt rein. Schön. Oh, das Elfmeterschießen können wir jetzt machen. Na, jetzt haben wir 2 Tore Vorsprung. Ach, hier ist cool. Und habt ihr das mit Endrick gesehen, der da schön zwischen die Beine getreten hat? Ja. Der ist irgendwie 16 Jahre alt und ist schon Vinny Junior Junior. Ja, das ist echt krass. Der ist Dancer bei Madrid, das hat Tradition mit so Carvajal und Vinicius und davor Pepe und Ramos. Ramos auch, ja. Das ist einfach Schule da, das ist so. Ich fand in der letzte Woche in der Bundesliga krass, dass der Mainzer keine rote Karte bekommen hat, als er dem Heidenheimer an die Eier gekommen hat. Der hat beim Eckball und hat nur Geld bekommen, war keine klare Tätigkeit. Ja, das ist halt irgendwie. Karten sind sowieso irgendwie auch nur Pappe am Ende des Tages, wirklich. Also, die da teilweise verteilt werden und auch nicht. Auch jetzt hier am Wochenende Wolfsburg, gegen wen haben die noch gespielt? Wow. Stuttgart? War das Stuttgart? Die gelb-rote Karte gegen uns. Ja, also das war auch so wild irgendwie, keine Ahnung. Da wird der Gefaulte vom Platz gestellt, also das ist halt Quatsch. Aber dass jetzt ein Untersuchungsverfahren gegen Ulreich gibt, habt ihr mitgekriegt. Ja. Weil der Rolf ist ein Wichser genannt.
Dem droht jetzt noch eine Rekordsperre. Also, Ulreich, ganz ehrlich. Von der Bank den Manager des anderen Teams beleidigen und dafür gesperrt werden. Das ist schon. Aber der sitzt da seit 10 Jahren auf der Bank gefühlt und verdient sich eine goldene Nase. Dann ist es ihm das, glaube ich, auch egal mittlerweile. Mit seinem Mitte 30. Das hat uns den Aufstieg gekostet. Ja, gut, das gibt natürlich Menschen, die juckt das dann schon, was der so macht. Also ein Spiel gesperrt, schreibt einer in meinem Chat, es wäre fix. Das ist ja gut, der spielt ja eh nicht, also von daher juckt. Also, da pöbelt der, es ist Anreiz für ihn mehr rumzupöbeln, sag ich, wie es ist. So, hier nochmal Spieler auswählen, hier Nils, nicht trödeln. Es juckt den so sehr, wie Boniface, der in der ersten Runde DFB-Pokal gesperrt war. Hier, zweiter von links. Ja, der war da. Mein Spieler war wieder weg. Nee, der war da. Hä? Zweiter von links. So, den wollte ich. So. Achso, du wolltest ja gar nicht, Isaac? Nee, ich habe mit David gespielt gerade. Der ist ein bisschen schneller im Antritt auch. Okay. Ja. Der pöbelt doch immer so richtig schön auf Schwäbisch. Eigentlich. Ganz witzig. Ja, Ulreich ist ein Schwabe. Meine, die reden alle so, muss man fairerweise sagen, ne? Also das ist halt, die Mikros sind da nicht drauf, aber es ist nicht so, dass... Er wurde halt erwischt, ne? Ja. Aber die reden halt alle so. Dass hinter ihm die gefilmt haben. Ja. Das wollte ich eher sagen, es gibt übelst virale Clips auf TikTok, wie er da steht und die Leute da sich freuen, dass er Wichser sagt und so. Das wurde ja auch nicht von der TV-Kamera eingefangen, das haben irgendwelche Fans... mit dem Handy gefilmt. Ich finde es auch so peinlich, weil die kennen sich ja alle und die laufen sich alle früher oder später mal irgendwo über den Weg. Weil das ist einfach so ein Urzeitmenschverhalten. Klar, es ist halt Fußball-Kreisklasse, okay. Aber das ist einfach... Es gehört nicht in die Bundesliga, das stimmt. Das ist einfach peinlich. Ich finde den Ball, Schade. Also ich bin bei dir, Nils, aber ich finde halt so, ich mag halt so Shit-Talk, ich liebe das, ne, wenn es ein bisschen zur Sache geht. Ob das jetzt irgendwie nötig ist, wahrscheinlich nicht, aber ich weiß gar nicht, warum hat er das überhaupt gesagt? Gibt's eine Rolle? Das ist immer irgendwas. Aber, also ich kann über sowas mega lachen, aber ja. Ich finde die Sperre da auf jeden Fall gerecht. Ja. Ja, der Herr Wolf hat gesagt, hätte der besser gewesen. Ja. Ist halt eine dumme Ausdrucksweise so. Ich finde es auch ganz amüsant. Und ich meine, es ist ja die Realität, dass sich die ganzen Bundesliga-Profis genauso aufregen wie in der Kreisliga. Aber ja, wie ist das? Das ist ein dumm trotzdem. Ja. Da geht's ja schon gut zur Sache, immer. Das auf jeden Fall. Alter, wie casual hier einfach die Tore macht. Das ist ja geil. Wir können auch zu 0 gewinnen, by the way. Ja, ist egal. Das war trotzdem geiler Spiel. Okay, jetzt habe ich einen Anreiz. Schwupps gegen Tor. Niki steuert, glaube ich, wieder den Torwart. Ja, ich habe das im Griff. Ich habe das jetzt so langsam raus hier. Ich bin leider auch nicht auf dem Modus bisher gespielt, aber das macht Spaß. Alter, was macht der Torwart denn? Ich bin jetzt da. Oh je. Das war wie Thomas von früher. And the Bowers of B has decided that this is offside. They're just trying to find a teammate right there. There's an opening on the wing here. He decided not to test the keeper with that effort. That was a heavy challenge, wasn't it? A way we could have something here. Wir machen es mittlerweile als Team besser, dass wir auch mal die Gegner ins Abseits rennen müssen. Oh, that's it. Ich finde, das machen wir besser. Schöne Balleroberung hier an der Stelle auf jeden Fall. Das war stark. And they play it short. Aber Nils hat ja jetzt auch gar nicht böse gemeint. Wann war der Abschied? War das 16 oder 18? 16. Wie ist das siebte Jahr jetzt in der Liga? HSV ist
doch jetzt Rekord. Ja. Weil ich habe gesagt, die sollen die 10 Jahre voll machen, dann soll die bitte wieder hochkommen, weil dann will ich auch wieder Derby, weil dann reicht es mir. Aber 10 Jahre wäre schon gut. Das ist aber nett von dir, Kalle. Ja. Noch dreimal den Aufstieg verpassen und dann könnt ihr... Jetzt aber mal wirklich Real Talk, die sind auch selber schuld. Die haben das echt so oft selber verkackt. Ja. Ich weiß nicht, wie es jetzt letztes Jahr war, da war ich, aber ich glaube, vorletztes Jahr haben die so reingeschissen gegen Stuttgart. Das war crazy. Weil die haben halt Stuttgart als Relegationsgegner bekommen und da hatten die schon Hoeneß und hatten schon, waren schon eine ganz andere Mannschaft. Und in dem Moment, wo es Stuttgart war, wusste ich, dass das nicht reicht. Weil die waren, du hast ja gesehen, die haben mit unverändertem Kader plus Endo war weg. Haben die in dem Jahr danach Champions League gespielt. Stuttgart war zu dem Zeitpunkt, wo der HSV gegen die musste, unter der Hoeneß-Tabelle Platz 5 in der Bundesliga. Ja, also und deswegen war klar, ja. Das war unfair. Das war, ja. Aber die hatten doch in den Jahren davor schon Spiele, wo die hätten niemals in die Relegation gehen müssen. Da haben die doch immer am Ende das dann verkackt, irgendwie Erster oder Zweiter zu werden. Ja, das ist völlig richtig, ja. Meine ich. Ja, da waren einige Jahre bei, wo es einfach komplett unnötig war. Ja, gerade kann ich so drin. Vorne in der Tabelle zu sein. Ja, Schalke ist eh verloren. Sollen wir jetzt mal zu Null spielen, weil es ist gerade besser wird es nicht mehr von der Chance, glaube ich. Ja. Trotzdem normalerweise, ich bleib hinten. Ganz, also. Boah, das wäre jetzt scheiße gewesen, wenn das ein Tor gewesen wäre. Ja, scheiße. Das wäre echt kacke gewesen. Dann sind noch 3 Minuten raus. Aber nicht hinten rein, können das nicht werden. Hey, ihr habt gerade so schön locker gespielt. Egal, Sieg wurde trotzdem. Das war der zweite. Hey, immer positiv was rausgehen. Ja, klar. Hat ja halt leichter hin zu neu sehen, das ist auch nicht so schlimm. Aber wir müssen lange noch das Elfer-Ding machen. Dann müssen wir nur 0 spielen im nächsten Spiel. Boah, Alter, was geht da? Nee. Boah. Was macht denn das für ein Tor, bitte? Schönes Token. Oh, wie geil war das gespielt. Hast du da irgendeine Taste noch gedrückt gehabt? Ja, L2. Sonny, jetzt machen wir glücklich. Mit L2 kriegst du auch manchmal dann L2. Oh, schön! Nochmal, ne? Schön abgegeben noch am Ende. Toll! Ich könnte gerade bei Werder Bremen spielen. Jetzt nicht übertreiben. Die können gar nichts. Werder Bremen macht nur Tore, wenn die angeschossen werden. Sonst passiert da nichts. Ist nur noch im Chat, Niki? Ja, er hat geschrieben, auch am Blindeshuhn findet man einen. Ja, Nuno soll sich lieber mal um seine Stadion ein bisschen kümmern. Ist das geil! Oh! Das war so schön. Aber leider kein Tor. They're going to try to do things now from the other side. Danger's still on. Ja, wenn die Leute so ein bisschen mit dem rechten Stick umgehen können, das ist immer krass. But again, a fair challenge and winning the ball. Sie mir ja mittelstellt, du hast keinen rechten Fuß in dem Spiel. That's an offside. And they've got the ball back in play. Es steht 5-1 für uns. Alles gut. Alles gut. Ihr müsst da auch nicht den Torwart auf Kampf rausholen, ne? Wer auch immer das jetzt gerade war. Nicht auf Kampf da den Torwart rausholen. War mit Absicht. Aber ich wusste nicht, ehrlicherweise, da gebe ich dir recht. Ich kann den dann ja danach gar nicht steuern. Ich hatte gerade den Ball und der hat den dann so weggeschlagen. So ganz komisch. Was ich bei Rivals oder in der Weekend League immer mache, ich täusche mal so ein bisschen an, den rauszuholen. Ich hole ihn nur so ein bisschen raus und dann stecke ich ihn wieder weg. Ja, das ist immer ganz gut. Wie war der Kontext gerade? Ich habe nur den... Fußball, Torwart. That's a great read of the play. That's a great scoring opportunity.
Schön. Und? Nein, es war das Foul davor. Also war Vorteil. Ne? Weiß jemand, ob es hier für zwei David hatten? Mit Lauer kandidiert? Also ehrlich gesagt, das Spiel hätten wir locker mal zu 0 gewinnen können. Das ist jetzt eigentlich ein bisschen ärgerlich. Das Gegentor ist ein bisschen ärgerlich, das stimmt. Weil wir da zu zweit im Strafraum standen auch. Also aber vielleicht kriegt er jetzt noch eins, dann ist es egal. Was? Nee. So, sehr gut. Schade. They got in a real good position. Dangerous looking pass. Great save as they were going on. Diesen Tasten ist auch wichtig, der wichtig. Ist sehr gut. Tut mir leid. Da bräuchte man andere. Ey, bei Randoms ist das schon tatsächlich eine wichtige Kommunikationsform, weil wenn jemand sich entschuldigt, dann ist man sehr viel... Ich benutze das ständig in Randoms, weil das ist, weil dadurch, du kannst halt, wenn Leute das Gefühl haben, sie sind, die anderen spielen nicht richtig mit und so, dann machen die nur noch alleine und machen nur noch Scheiße. Ja. Und wenn man dann so ein bisschen kommuniziert mit sorry und super gemacht und ein bisschen lobt und so, das funktioniert tatsächlich für das Teamgefühl ganz gut. Ja, ich habe da ähnliche Erfahrungen gemacht, aber es gibt auch Leute, die machen dann, wenn du Scheiße baust, dann machen die so sehr gut, also so ein bisschen auf toxisch. So. Ja, das mag sein. Vielleicht interpretierst du das nur rein. Vielleicht findet der ja den Abschluss gut oder so. Mhm. Na, weiß ich nicht. Also wenn jemand eindeutig was verkackt hat und dann sehr gut gespammt wird, so dreimal hintereinander, weiß ich jetzt noch nicht, ob das... Ja, das ist dann wahrscheinlich... Ja, gut, also ich glaube schon eher, dass das dann... Ne? Aber ich muss sagen, ich finde das Feature eigentlich ganz gut. Ich finde auch gut, dass es nicht so viele Möglichkeiten gibt. Ja, ich finde es echt. Also wenn jemand ein Tor schießt und alle drei Kameraden sagen direkt sehr gut, dann denkt der, er wird gesehen und es ist ja nicht so ein, wer macht die meisten Tore und so. Und wenn jemand einen Fehler macht und sagt, tut mir leid, dann zeigt das direkt so, ich entschuldige mich, das verzeiht man dem dann auch direkt viel leichter. Es ist schon. Ja, voll. Es ist strange, aber es funktioniert. So, ihr gewinnt jetzt zu 0, dann ist das Spiel. Nein, ich habe auch so die Lobby verlassen, glaube ich. Ja, okay. Oder? Warte. Ich lasse die Zeit weiterlaufen, weil wir haben ja ein bisschen Minus. Toll. Ich glaube, du musst dich nochmal einladen, bitte. Ja, alles gut. Ich komme hier nicht mehr raus jetzt. Nee, ich kann die Lobby jetzt nicht verlassen, dann muss ich Spiel nochmal neu starten. Wie, du brauchst die Lobby doch gar nicht verlassen, du brauchst doch einfach nur unten mich nochmal einladen. Geht aber nicht, weil ich einen Schritt weiter bin. Bei mir bist du noch drin. Du bist sogar in der Gruppe drin. Bei mir auch. Ach ja, da bin ich ja. Alle drin. Ja, alle drin. Okay, aber ich kann meinen Spieler hier nicht behalten, warum auch immer. Ich muss den jedes Mal manuell auswählen. Ja, es ist einfach mal so vorgeschlagen, Auswahl ist random. Ja. So, also nochmal Anstoßball holen. Ja. Zu 0 gewinnen, dann haben wir die drei Spiele. Dann fehlt uns nur noch ein nächstes Spiel, wo wir Elfmeterschießen forcieren. Mhm. Genau. Weil das andere wäre zu riskant, oder? Wenn wir das alles auf einmal machen. Ja, ihr könnt ja jetzt nicht zu null spielen. Wir können das Elfmeterschießen, dann müssten wir ja alle Elfmeter halten, alle Penalties. Mhm. Ah ja, stimmt. Mach das mal, Niki. Nein, ich mach das. Ja. Nein, ihr geht jetzt einfach auf Sieg zu 0 und dann ist es. Okay, jetzt auf den Ball. Den Anstoß. Und auf den Ball, ja. Auf den Ball. Rätsch. Nein, die Gegner hatten den. Ja, Gegner hatten den. Ich bin ja auch für uns, aber das waren schon die Gegner. Aber wir müssen eh leider noch eine Partie machen. Also jetzt einfach zum Null gewinnen. Dann haben wir zwei Challenges. Wieder dann. Ich geh mal einen Pipi machen, ne? Tschüss. Tschüss, tschüss. Ah, this could be dangerous. Geht's da hin? Oh, das ist aber auch scheiße zu spielen, Modus. Ja, werden es gerade schaffen müssen. War etwas verlochen, ja. Wieder, jetzt machen wir mal die drei Siege, okay? Warum? Ich meine, Elferschießen im Prinzip, Finn, das zählt doch nie dazu bei zu null spielen, eigentlich. Müssen wir halt einmal nach 0 spielen. Zählt das. Also, das zählt nicht.
Ich bin einfach nett, ich bin nur 0-40 und die gewinnen jetzt. Das sind irgendwie gut, die Gegner. Nee, das ist nicht gut. Nicht? Okay. Nee. Wir sind gut. Okay. Okay, alles gut. Nee, sag nie wieder was. Ihr macht das gut. Davon. Alter, was? Schade. Oh, schöne Idee. Okay, also ich bin da allein. Ja, gut. Scheiße. Nicht so schlecht. No time wasted and we're back on their way here. That's a threatening ball. Hits it. Don't tell me they wasted the equalizer like that. And playing it short to resume play. Oh, was da? Weißt du? Moving the ball well here. Hast du? Mike, was geht ab? Freut mich doch! Ja. Er tritt doch nach! Ich bin dieser Arnold, der Hund. Oh, no. No. Hab ich. Ja. Jetzt aber. Mal sehen. Mach mal so ein Teamjubel jetzt. Tonight it's all tied up again. Super. Possession. That's a nice looking move. Stop when it comes back into play. And that's it for the attack. The ball's cleared. Wir machen das gut jetzt gerade, richtig gut. That's a great move to find the space in behind. That attack ended neatly. Cut it out to build up well here. So what? And it's gonna dust the keeper's ball. Dangerous ball. Chance for the goal kick. Oh, the goal! They were able to work it out nicely in the end. They put it in the back of the net. Kommentator auf Englisch hört sich an, als ob Sylvester Stallone ist. Hey Mike, ich kann gerade nicht quatschen, aber danke für den Raid. Well, it's a corner and a chance to further lead here. Ist echt ein guter Verteidiger, wenn sie reden mit dem. It's a short corner. Hey, Captain, probier's aus. Ich bin mir selber nicht sicher. It should have done a lot better than that. Wir brauchen jetzt halt noch. And played it short to resume play. Nein, wir können hier nicht dann machen. Jetzt brauchen wir nichts, aber ein paar Tore werden trotzdem noch so. They just want the ball well. Ja, ich bin jetzt mal well, just unable to find the final pass. Oh, was war das denn? Hey, vorhin sind sie nie mit dem Kopf rangegangen und jetzt, wo wir das Kopfball da haben, gehen sie nur noch mit dem Kopf ran. That's an opportunity here. Oh, look at that chemistry. This could be a good chance. Oh, der hat schon fast angesetzt im Fall. Rauskommen mit dem Torwart ist extrem stark dieses Jahr. Also, es war noch nie so gut wie dieses Jahr. Could not break down the defense here. Aber schießen ist ein bisschen schwerer geworden, oder? In diesem Modus finde ich, ist Schießen komplett easy. Diesen Modus. Ja, ich meine im Big Game. Hey. Ja, das war doch nicht zum Ball. Kannst nicht mehr so einfach vorbeilaufen oder so. Geht nicht. Flanke. Wir kriegen immer ein so ein schnelles Gegentor. Das ist doch irgendwie dämlich. Das ist natürlich die Gefahr bei diesem schnellen Modus, ne, wo es alles so zack zack geht. Recapten, noch spüre ich nichts, sorry. Was willst du spüren? Er hat gefragt, ob wenn er 20 Subs reinhaut, ob ich dann noch was spüre. Ach so. Da muss noch was kommen. Ja, muss noch ein bisschen. No time wasted and we're back on their way here. Pass,
Das Problem ist aber auch, ganz ehrlich, man kann ja hier easy außerhalb des Strafraums einfach Tore schießen. Also wenn du zu Null spielen willst, dann musst du ja quasi zu viert einfach nur hinten rausballern. Ja. So einfach ist, Tore zu schießen, das ist super schwer, dann zu verteidigen, wenn du nicht mit vier Mann hinterm Ball bist. Ich weiß ja, ob jemand Rage quittet oder so. Oder irgendwie Computer gespielt. Ja. Bitte? Ging das gerade in meine Richtung? Hm? Nee. Hä? Ich hab den Computer gespielt, ich hab nicht so richtig zugehört. Was? Nee. Ging um die anderen Teams. Achso. Was? Never! Blaues Karte! Schon wieder Finn, ne? Ey, Finn, ey. Ey, das war doch gar nicht. Was uns die Fairplay-Trophäe hier. Ey, lass mal bitte jetzt gewinnen, weil sonst ist die Siegesserie wieder hinüber. Ja. Da steht 2-2. Ist, ja, wir sind so ein bisschen lassi-fair gerade, das wäre blöd. Ja, wir sind mal weniger so nebenbei mal. Ja, eben. Ich glaube, wenn ihr jetzt nicht gewinnt, ist es auch nicht mehr möglich, dass wir den Punkt noch holen. Nee. Weil wir haben nur noch 28 Minuten, ne? Wir müssen jetzt gewinnen, zur Not in der Verlängerung. Eine Partie geht 7. Mit Menü etc. wird das echt knapp. What an elegant way to defend the golden opportunity. That's a beautiful pass coming in. It's a goal. Ah, ist nur eine Minute, kein Stress jetzt. Kommt der Spieler jetzt so wieder rein? Nee. Doch, der ist noch. Es wird verkürzt auf jeden Fall. Ist er denn jetzt der Finchi? Und der nächste geht raus. Oh, das ist nur eine gelbe Karte, aber meins gerade war blau. Ja, weil deins am Strafraum war. Jetzt zieh durch. Mit Theo. Warten voll, Jungs. Ja. Wichtig! Gut! Oh, eins noch jetzt. Defense. Gut. Ruhig. Schön. Lieber auf Verlängerung gehen, anstatt jetzt noch einen zu kassieren. Oder jetzt ein Tor. Schafft er nicht, schafft er nicht. Verlängerung. Schafft er nicht mehr. Sehr stark. Ist egal, wohin. Wirf einfach ganz weit weg. Ist egal, wohin. It's been an exciting match so far. End of regulation, 3-all. Er pfeift ja sogar dann Luft ab, deswegen ist egal. Gut. Oh, gerade nochmal hier gerettet. Er kann den Ball nochmal holen. Ja, das zählt. Yes. Gehen wir auf Sieg, ja. Ja, klar. Aber nicht verlieren, das wäre doppelt tragisch jetzt. What can they do with this one? Warte. Das könnte es. Jawohl, Das Golden Goal, ne? Das ist scheiße, glaube ich. Ja, das Golden Goal. Nach zurück. Oh, it was so close, but you could see what they were trying to do. Ja, sobald in der Vorwärtsbewegung verlieren, ist tot. Scheiße. Dann müssen wir jetzt auf die Verlängerung gehen. Ja. Das Golden Goal. Ja, das Ding ist also Verlängerung und Elfmeterschießen.
Achso, insgesamt meinst du? Ja, ja, also drei Spiele hintereinander werden wir nicht mehr schaffen, weil wir jetzt noch für die gesamte Challenge 24 Minuten und 45 Sekunden. Wenn wir uns beeilen. Wenn ihr euch jetzt durch-X't und ihr schnell alles ja, immer erstellt, dann schaffen wir es. Am besten schaffen wir es jetzt beim ersten Spiel. Eieieiei. Mit so vielen Hoffnungen in diesen Tag gestartet. Richtig gebrochen da, ey. Na, hier schnell alles auswählen, alles auswählen. Niki. Zeit ist Challenge. Altes Geld, wird man im Schwabenland sagen. Ja, also es sind jetzt schon anderthalb Minuten rum, allein dieses Menü rein, Menü raus. Geht 7 Minuten ein Spiel. Netto ja, und dann ist auch manchmal, die Zeit wird auch gestoppt, wenn ne, ja, aus ist und so. Ich glaube, das wird nichts. Wir gucken mal, wie viel Zeit wir nach dem Spiel noch haben. Also, wir gucken, dass wir jetzt probieren, einfach mal kein Deal zu spielen. Das kann doch nicht so schwer sein. Bin ich Fan von. Ja. Komm, Nina. Und jetzt den Ball gewinnen. Jetzt den Ball gewinnen. Oh, die pennen. Jawohl. Na, endlich. Sehr gut. Schön. And it goes out of bounds for a throw. Ja, rechten Fuß der Theo. Right out of the danger zone. And the build-up has begun. Good challenge. Oh, look out. Counter looks good here. Hoch und weit bringt Sicherheit. Starting to move forward. Und quer. There's good position there on the right hallway. Ja, auch mal anders. Also. Raus. Keine Panik. Oh, blaue Karte. Blau! Blau. Kann man nicht schießen? Nein. They decided to keep it simple on the free kick. It has to! Boah. Man kann da aber auch nicht skippen. Das geht doch nicht. In Jugend mit L1, L1 hat ein bisschen Zeit gewinnen. Gut. Läuft das Spiel eigentlich ab, wenn die alle 4 rausquitten? Das wäre ja auch noch eine Chance für uns. Nee, das läuft auf jeden Fall ab, wenn man 3 blaue Karten auf einmal hat. And we go play on the other side. And he's gone from here now. Hey, Lepida. Wir sollten jetzt nicht alle, also nie alle 4 nach vorne. Bisschen ähnlich spielen. Aber ich glaube, wir müssen uns trotzdem nach vorne. Einer muss sich dann immer. Ja, ja, klar. Aber es ist immer dann jetzt gelb zum Beispiel bleiben. Aber bei diesen Kurzmessages gibt es ja auch nur positive. Ja, genau, es gibt negative. That's a great move to find the space in behind. Oh, ah, bin ich doch da. Hä, Steilpass habe ich gar nicht. Du musst, Steilpass ist, wenn du den Ball nicht hast und Dreieck nutzt. That was a good clean challenge. Well done by the defender to wenn break up wenn that du, attack. Auch wenn du Kreis nutzt und den Ball nicht hast, dann kommt es. So kannst du mit dem Torwart kommunizieren, dann zu decken und dann macht die Karte und dann ist das, das als erstes gewesen. So, Leipzig führt gegen Juve und Real Madrid liegt immer noch hinten. Wichtig ist hier. Wichtig ist hier. Ja, da hast du recht.
Übrigens, wenn ihr ein Tor macht, L1 und R1 gleichzeitig drücken, skippt den Jubel, dann sparen wir noch mal ein bisschen Zeit. Also wenn ihr der Torschießende seid, L1, R1 gleichzeitig. Das war unser bestes Spiel, wenn ich ehrlich bin. Ja, zu 0 ist hier auf jeden Fall drin, aber 4 Minuten sind auf der Uhr. Ja, macht die ein bisschen sauer jetzt, finde ich gut. Macht die ein bisschen wütend. Abschluss! Der ist noch hot! Okay. Nach hinten, nach hinten, nein, wir sind zu offensiv. Hey. Oh Mann, der ist zu billig. R2, einfach. Super. Back in the center of the park. Oh, just look at them. They look so happy keeping possession. Auf. Oh, gut. Nicht alle. Guck mal, Leute, nicht alle. Nicht vier nach vorne. Gelb bleibt mal bitte grundsätzlich ein bisschen weiter hinten, dass wir einen haben, der sich dafür verantwortlich fühlt. Nicht vier nach vorne rennen. Was meine ich? Das sind diese Schüsse, da kannst du einfach nicht machen. Da kannst du gar nichts machen. And the whistle's gone. Wieder nicht. Kein einziges Spiel haben wir es geschafft. They decided to keep it simple on the free kick. Das Tanzschuss ist aber auch echt bitter. Ende mal hat noch der Ecke, was muss da machen? Das hat sogar ich, da kann man nichts machen. Und bei dem kann es echt nichts machen. Keine Ecke zulassen. Wir können jetzt drei Tore passieren. Und Goal und dann ist Zeit, der Dank vorbei. Ja gut, drei ist wir haben es geschafft. Warum nicht? Wie lange haben wir noch Zeit? Also wir haben jetzt noch 17 Minuten und 30 Sekunden, das werden wir nicht schaffen zeitlich. Reicht doch. Nee, das werden wir nicht schaffen. Mit Menü und Pausen und so schaffen wir nicht. Das wird nichts. Also wir müssten quasi bei 14.0 im nächsten Match sein. Und das schauen wir nicht. Ja, die Teute sind schon schlechter als auf dem Großfeld, habe ich das Gefühl. Also ich bin auch irgendwie bei dem Modus, dass wir jetzt vielleicht auf Elfmeterschießen gehen und dann nächstes Spiel noch zu Null und dann haben wir alles geschafft, bis auf die drei Siegen fallen. Weil das schaffen wir nicht mehr. Okay. Dann extra ein Spiel abschenken, natürlich auch schwer, wenn wir eben... Du schenkst es doch nicht ab, wir gewinnen ja das, wir müssen das Elfmeterschießen ja gewinnen. Ja, weil Elfmeterschießen ist Gamble und jetzt führen wir mit 3 Toren. Aber das ist ja dieses... Big change of direction here and on the other way we go. Ja, vielleicht kommen wir aber im nächsten Spiel gezwungenermaßen zum Penalty. Also ich wäre auch dafür, lass uns das jetzt gewinnen. Dann... Weil ich finde auch diese 3-Siegesserie ist, obwohl du meinst, es wird gar nicht mehr in die Wertung kommen, damit, oder was ist dein Plan? Wir schaffen zeitlich nicht mehr, die 3 Spiele. Deswegen, also, wenn wir das Penalty-Schießen machen, dann müssen wir es jetzt machen. Weil dann haben wir, für ein Spiel haben wir danach noch Zeit für 2 Spiele. Also wir haben jetzt noch genau 16 Minuten für die ganze Challenge und wir sind noch 1,5 Minuten in dieser Partie und brauchen noch 1,5 Minuten, um die nächste zu starten, das schaffen wir nicht. Und das dann nochmal mit 2. Ja, okay. Aber können wir denn nicht im nächsten Spiel Penalty-Schießen machen? Ja, gut, ihr könnt machen, was ihr wollt. Das war auch nur so ein Vorschlag. Ne? Also. Wir nächstes Spiel nicht auf 0 probieren zu gehen? Doch. Ja, können wir doch beides machen, oder nicht? 0-0 und Penalty schießen. 0 und Penalty? Also ja, kein Elfmeter reinlassen? Das ist Nein, das zählt nicht. Das also Penalty, das würde ich jetzt einfach mal so werten. Nein, Penalties zählen nicht als Gegentor. Das wird auch beim bei der Weltmeisterschaft ist das auch kein Tor, was dir angerechnet wird als Spieler für die Torschützenliste. Das zählt nicht. Sehe ich auch so. Nee, das Penalty-Schießen wird nicht gezählt. So. Ja, dann machen wir das. Ihr habt halt, also, um nochmal ein Gegenargument zu bringen, ihr habt eine richtige Kackmannschaft als Gegnerteam. Ihr könnt die, glaube ich, im Penalty hier easy schlagen. Ne? Und ihr habt halt 2 Gegentore bekommen. Da, ja, aber Penalty ist komplett random. Ja. Ich hasse das jetzt, 3 Eigentore zu machen. Das fühlt sich einfach auch nicht richtig an. Ja gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Sehe ich auch so. Und dann gewinnt einfach. Ich kann nicht anders als Tore schießen. Ede Haaland.
Aber dann müssen wir nächstes Spiel 7 Minuten lang 0-0 den Ball irgendwie in der Mitte. Ja, also was für einen Sinn macht es überhaupt noch, die Challenges zu machen, wenn wir eh wissen, dass wir die Challenges nicht gewinnen? So viele wie möglich einfach jetzt abschließen, oder? Ja. Also jetzt haben wir eh nur noch eine Viertelstunde, die halten jetzt alle noch aus. Nein, darum geht's ja nicht, aber ich verliere, also ich gewinne dann lieber. Ja, 1 L1. Also wir können jetzt versuchen noch auf, aber es sind jetzt noch 14 Minuten und ein Spiel geht 7 Minuten. Also wir schaffen es einfach zeitlich nicht, das ist das Problem. Und die Challenge zählt auch nicht mehr, wenn wir also im Spiel sind. Also wenn wir das Spiel im Prinzip dann wir von anderen. Finde ich eigentlich legitim. Legitime Frage. Ich finde das, wenn es gestartet ist, geht's noch rein. Finde ich ja auch auf jeden Fall. Auch kein Anreiz, ich kann das nicht bauen. Ihr meint, dass man das dann noch zu Ende spielen darf? Ja, also wir werden jetzt eh nicht mehr Erster, deswegen lass uns dann einfach das dritte Spiel noch nehmen, wenn ihr jetzt das, dieses und nächstes gewinnt. Aber im Endeffekt, durch Penalty und so haben wir eh mehr Zeitverlust. Das heißt, wir müssen halt nur ein Spiel starten, also wir müssen noch zwei Spiele starten innerhalb der nächsten 13 Minuten. Das schaffen wir, mit Penalty dauert das Spiel 10 Minuten, 11 Minuten. Vielleicht können wir jetzt beeilen, kriegen wir das hin. Ja, lass doch beide versuchen, 0-0 zu machen. Oder, ja, muss ja dann. Wir 0 probieren 0. jetzt 0-0. Ja. Dann nehmen wir eher Abwehrspieler jetzt rein, oder? Ja, aber ich würde auch ein bisschen Schuss nehmen, weil wenn wir Penalty machen, dann jemand mit 40 Schuss ist auch blöd. Ja. Mittelfeldspieler irgendwie was reinmachen, die alles so ein bisschen können. Ja, irgendwie so einen krassen ZDM oder so, wenn ihr was habt. Also ich spiele diesen Garcia von... Also ich bleib bei dem Heini, mit dem ich mich jetzt eingespielt habe, weil der ist schnell und die Spieler, du kannst auch mit denen super Zweikämpfe gewinnen über Stellungsspiel. Ich finde auch Füßes, also der Theo ist echt eine Waffe da. Hm. Ja, Theo ist so wahrscheinlich die beste Karte, die ihr habt gerade. Weil der ist auch ein Allrounder irgendwie, der kann irgendwie alles. Der kann nur nichts mit rechts, der hat irgendwie 2 Sterne Weakfoot und das merkt man manchmal. Wenn ich den Ball hinten rausspielen will mit rechts, geht nicht. Ich weiß gar nicht, ob das in Real Life auch so ist. Das ist eigentlich eine Maschine. Es gibt immer einen. Das ist das Gesetz. Einer drückt immer nicht. Ich wünsche mir, dass alle den irgendwie so eine Taste haben, wo man den bestrafen kann. Haben wir das jetzt eigentlich geschafft? Das ist dreimal. Ja. Ja, das haben wir geschafft. Okay, wir haben das halt alle eher ein bisschen. Mach den Rückraum. Das müssen wir in 7 Minuten einfach aus diesem Spiel ein 0-0 machen, was eigentlich überhaupt nicht zur DNA des Spiels gehört. Also wir wollen jetzt das Elferschießen machen. Ja, und ohne Gegentor. Ja, und 0-0. Das heißt, muss 0-0 sein. Lass uns den Ball trotzdem weiter nach vorne transportieren, nicht direkt vom Tor. Ja, habe ich noch Chance, haben zu verteidigen. Ich glaube, ich mal ein bisschen tanzen an der Eckfahne. Weil die anderen wissen halt überhaupt nicht, was wir machen. Das tut mir total leid. Wir müssen uns hinterher bei denen entschuldigen. Ja, das Ding ist sowieso durch, sobald die irgendwie so einen Lucky Punch wieder raushauen, so einen Distanzschuss, und dann müsst ihr eh spielen. Das ist leider immer schwer, das zu verhindern. Ja. Guck mal, wenn die jetzt reinzieht. Ja, also da habt ihr natürlich jeden Körper, den ihr Ball habt. Breitstehen, Ball halten. Bewegen. Mhm. Nehmen wir Zeit von der Uhr. 10 Minuten ist da, ist das Ganze. Boah, halt die sind ja, ich wäre jetzt schon sauer auf euch, ne, wenn ich im Gegnerteam. Ja. Scheiße. Aber lass doch mal. Ich überlege gerade, ob es nicht einfacher wäre. Jetzt normal zu spielen, aber ins Elfmeterschießen zu gehen. Und danach das 0-0 zu machen, weil dann müssen wir 0-0 in der 7 statt. Dann auch. Das Game in 0-0. Ich weiß nicht, was ihr meint. So. Jetzt lass uns einfach. Wir probieren so lange 0-0, wie es geht. Dann haben wir die Option. Okay, du weißt halt auch nicht, welchen Gegner du kriegst. Du kannst ja nicht so tun, als wenn das jedes Mal klappen würde. Das liegt ja auch am Gegner. Die müssen ja auch scheiße sein. Also bisher hat genau 0-0 geklappt bei uns. Ja, eben. And on to the defender. The center of the field. Die hassen uns jetzt und ich verstehe es komplett.
Das ist so kacke. Das aber das ist eigentlich basically jede Weekend League Experience, wenn der Gegner führt. Stell mal vor, es wird jetzt so Handball, dass du da so... Du musst du abkippen und wieder... Kein Tor, das ist ne? So leid, ey! Und es wird eh gleich ein Fehlpass kommen, das ist... Boah, auf den Keeper würde ich verzichten, tatsächlich. Kein Rückpass. Der ist so random. Ja, den könnt ihr nicht steuern. Ist das bitter, was wir hier machen? Das tut mir auch einfach wirklich, es ist gegen jeden Sportsgeist. Wie lang, was ist die Zeit noch, Kalle? Die Zeit ist scheißegal. Also, wir schaffen danach nur eine Partie. Lass uns jetzt einfach 0-0 mit Mann und Maus und Zahn und Klaue verteidigen. Lass uns den Spaß nehmen. Wir müssen so richtig so einen Handball-Abwehrring müssen wir da immer auf. Ob die Gänse diesen Spiel. Also den Spielspaß möchte ich dir nicht nehmen, das ist ja immer noch eine Produktplatzierung hier. Aber wir versuchen die Challenge zu gewinnen, sagen wir es mal so. Ja, ich will auch für gewinnen. Uns auch eine gute Übung. Ja. Ball in eigenen Reihen halten ist auch eine... Jetzt ist gefährlich, Leute, ich brauche Unterstützung. Bin da. Da, so, danke. Schön, wieder zurückgespielt. Ja, das ist einfach auch Ballkontrolle. Also die 10 Pässe habt ihr jetzt mindestens auch langsam. Die habt ihr aber schon die 30 Pässe wahrscheinlich. Mhm. Aber ihr habt schon fast. Ihr habt das halbe Spiel jetzt geschafft. Kein Torschuss aufs gegnerische Tor. Ja. Und auch nicht zugelassen. Und danach müsst ihr es nochmal 2,5 Minuten. Es ist nicht so leicht, 0-0 zu spielen, wie es aussieht. Ja, ich glaub dir das. Ist, deswegen habe ich das so extra nochmal erwähnt. Hey, meine Finger schwitzen des Todes, weil ich keine Fehlpass machen will. Weil du hast auch immer so diesen Druck zum. Also, du hast ja auch diesen Instinkt, zum Tor zu gehen und, ne? Da mal zu schießen und. Ja, lauf, befrei dich da mal. Ja. Ja, passt. Egal, lieber bei denen vorne den Ball mal verlieren. Ja, klar, es ist logisch. Die checken überhaupt nicht, was Phase ist. Sehr gut. Schön. Und wieder zurück. Ich bin hinten. Boah, ja, faul. Nimm das Foul. Ja, sehr gut. Was? Wenn du immer. Wenn wir immer so gespielt hätten, hätten wir, glaube ich, mehr Spiele gewonnen. Ja. Weil dann hätten wir einmal lang nach vorne gespielt. Und guck mal, wie gut wir verteidigen. Pass auf, da kommt er entgegen. Vor allem, wenn ich vorne stehe, bin ich zwei Abwehrspieler. Habt ihr eigentlich immer eine Anspielstation hin? Ja, ich glaube, die checken es noch nicht. Ich glaube, die denken so, ihr wollt so die übelste, krasse Taktik raushauen. Ja. Oi, das war knapp halt zusammen. Ja, stark. Gut abgekriegt. Ja, guter Ball. Du noch 150 Sekunden? Nee, 130. So krass. Und dann nochmal 2,5 Minuten, glaube ich, ne? Verlängerung? Ihn auch so lang. So ein Scheiß, was wir hier machen. Mit in die Arme. Jetzt ist der Frust da. Jetzt ist der Frust da. Aber wenn die jetzt anfangen, so zu schießen, müssen wir draufstehen, weil sonst ist irgendwann der Intro. 100%. Die schießen jetzt, sobald wir den Ball haben. Mhm. Aber zählt weil Verlängerung? Die haben. Also 0. Oh, das Gegen. Oh, Leute. Das Gegentor, also das muss nicht nach Abschluss der regulären Spielzeit sein, es muss auch in der Verlängerung 0-0 sein. Es steht, beendet ein Spiel und das bedeutet für mich, ihr müsst fertig sein mit dem Game. Ey, aber wisst ihr was, 1-0, jetzt 1-0 zu gewinnen, ist viel leichter und danach ins Elfmeterschießen sich zu retten. Würde ich auch so unterschreiben, weil Elfmeterschießen mit 0-0 reinkommen und das dann auch noch gewinnen. Ja, sollen wir jetzt treffen oder nicht? In letzter Minute treffen, ja, lass uns ein Tor schießen. Oh, fuck, jetzt haben wir aber so gut durchgehalten. Ja, entscheidet ihr gemeinschaftlich, wie ihr es machen wollt. Ich bin auch für Tor. Ja, das ist oh, nee. Sorry. Boah, wichtig. Jetzt ruhig. Na? That's a good ball in behind. Der Start. Da wird einer zum neuen Pelé. Uiuiui. Schön. Was? Das ist ja,
Ja, war halt 20 Meter im Abseits. Ist halt so. Könnt ihr jetzt, mach ihn rein. Ohne Stress. Aber Nils, macht gut, dass du da immer hinten bleibst jetzt. Mhm. Gut. Ach, komm, rauf, Eddie, rauf, Eddie. Nein. Aber das ist halt das wirklich... Das darf nicht wahr sein, ey. Ärgerlich jetzt, ne? Von hinter der Abseitslinie zimmern die den rein. Ja, gut, jetzt müssen wir... Dann müssen wir jetzt helfen, den. Wir brauchen jetzt ein Tor. Das ist nicht klar. Schluss. Schade. Ja, das war's. Das ist nicht schmal, Leute. Ich geh jetzt ins Bett. Oh, Scheiße. Ich geh ins Bett. Wir haben's verdient. Ich weiß, Chad. Das ist so schlecht. Das habt ihr aber wirklich verdient. Ich will, ey, nee. Ich höre jetzt auf. Ich kann nicht mehr. Steht da, man muss das Spiel zu 0 gewinnen oder zu 0 verlieren? Ohne Gegentreffer. Beenden. Ja, Jesus. Das ist ja nicht zu fassen. Guck mal, was wir für scheiß Bewertungen alle haben. Ja, hab ich auch nichts gemacht. Gut, ich würde es an dieser Stelle dann hier als nicht geschafft deklarieren, weil wir hätten jetzt noch 3 Minuten. Wir können es jetzt noch in irgendein Spiel reinzwingen, aber Etienne hat auch schon durchleuchten lassen, dass er keinen Bock mehr hat. Nee, das ist jetzt moral komplett gebrochen. Wir sind auch zeitlich, sind wir trotzdem gut drin. Wir haben jetzt auch aufgrund unserer technischen Umsätze, dass hier jetzt leider die am Anfang da waren und dass ich nicht mitspielen konnte, haben wir es, glaube ich, gut gemeistert. Ich hatte auf jeden Fall trotzdem Spaß. Also es hat auch Spaß gemacht, euch zuzugucken, witzigerweise. Der Modus macht mega Bock. Der ist super. Sofort ist der auch geil. Ja. Ja, danke also, nochmal an Finn fürs Einspringen an der Stelle. Super, Finn, du hast das richtig gut gemacht. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Ich finde auch, mir gefällt der Modus richtig gut. Ob man den jetzt Ultimate Team spielt, das ist natürlich für alle Leute, die gerne so Karten sammeln und so, richtig geil. Weil ich glaube auch, dass das nochmal die einzelne Karte aufwertet, weil sie eben nicht eine von 11 ist, sondern nur eine von 4. Mhm. Ich kann aber auch nochmal allen, die jetzt vielleicht den Modus gar nicht kennen, auch nochmal die Pro-Clubs-Variante ans Herz legen, weil da könnt ihr euch einen eigenen Pro erstellen und auch ein Team gründen und dann mit euren Freunden quasi eine Mannschaft spielen in 4 gegen 4. Das ist auch genauso geil. Beide Varianten sind super. In jedem Fall finde ich diesen Modus wirklich eine sehr, sehr gute Neuerung. In FC 25. Ja. Ja, auch. Das unterschreiben wir alle so, das ist geil. Und ich glaube, weil die meisten Leute tatsächlich, die meisten Leute spielen, glaube ich, eher Ultimate Team und die kriegen halt dadurch trotzdem ihre Rewards, weißt du? Also, sie kriegen halt trotzdem irgendwie ein paar Coins. Du bekommst halt Season Pass Punkte dadurch. Genau, und ein paar Coins und so. Und deswegen ist es, glaube ich, ist cool, dass es in beiden Modi verfügbar ist. So. Ich danke euch allen recht herzlich für diesen Abend. Fürs Mitmachen, danke fürs coole auch Kommentieren und Coachen, Kalle. Ja. Und gerne. Danke Schade, auch dass an EA natürlich für die Einladung zu der Challenge, ne? Ja. Das war cool. Nächstes Mal gewinnen wir. Wir haben uns ein bisschen finden müssen, weil wir so unterschiedliche, sehr starke Charaktere sind. Und das Wasser musste erstmal die Kanten der Steine abspülen, aber als wir dann weich und glatt waren, glaube ich, waren wir unvergleichlich gut und hätten das auf jeden Fall am Ende rocken können. Das bessere Abschlussworte aus Hamburg hätte ich mir nicht wünschen können. Wenn man sich nicht anschnauzt auf dem Feld, meine ich. Ist klar, Ulrich. Da bin ich auch voll dabei. Also ich finde, so Stress und ein bisschen rumschreien geht voll dazu. Ansonsten ist kein Fußball. Also ist auch so meine... Wenn man sich angegriffen fühlt, wenn man sagt, pass doch, du Arschloch, das ist für mich kein Angriff. Das ist für mich Fußballsprache. Nee. Das ist ein verkackter Angriff dann. Ulrich stimmt mir zu. Gut, das war's. Vielen Dank. Gerne nochmal wieder, Kalle. Wir hauen nicht nochmal an, ne? Wegen ja, voll gerne. Ja. Voll gerne. Macht's alles gut. Klar. Ciao. Dank, tschüss, gemacht. Finn. Warte. Tschüss, Niki. Ciao, ciao. Tschüss. So. Das war FC 25, unsere Rush-Challenge, die wir leider komplett verkackt haben. Aber Leute, ich mag diesen Modus wirklich. Ich habe den ja auch, wie gesagt, privat schon gespielt. Weil ich noch keinen Club hatte, habe ich den so public gezockt mit irgendwelchen Randoms. Und es war trotzdem lustig. Das macht natürlich 1000-mal mehr Spaß mit Freunden in einem Team. Weil man sich dann auch einspielt und die Rollenverteilung klar sind und man dann einfach besser wird, das Zusammenspiel wird besser. Das macht wirklich Spaß. Also das war's von FC 25. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.